Guten Morgen, Happy Sunday. Wie geht's euch? Ich habe irgendwie ein bisschen Probleme mit meinem Stream Deck. Das funktioniert nicht mehr, also ich kann die Szenen nicht mehr wechseln. Aber naja, hallo Molly. Molly ist auch da. Molly möchte auch guten Morgen sagen. Wie geht's euch? Wie geht's, wie steht's? Wie war euer Wochenende? Ich wollte eigentlich heute schon um 10 anfangen, aber das hat nicht ganz so geklappt. Ich habe ein bisschen verschlafen und habe dann auch das Bett neu bezogen und ja, weil ich krieg später Besuch. Meine Oma und Opa gucken sich zum ersten Mal meine Wohnung an. Ja, Molly, leg dich da mal hin, aber bitte nicht direkt vor dem Bildschirm, sonst sehe ich den Chat nicht. Ja, fein, ein Feini bist du, Molly. Ein Feini. Genau, aber ich habe ein bisschen verschlafen, weil ich habe gestern noch mit Shanti und Jenny Minecraft gespielt, beziehungsweise wir haben unsere neuen Bases gebaut, also unsere neuen Häuser. Wir haben offstream nämlich ein neuen Baseplatz gesucht, also Hope hat den gefunden und wir haben ihn dann für gut befunden und haben da jetzt angefangen, unsere Häuser zu bauen. Eigentlich wollte ich meinen Hausbau in Minecraft auch streamen, aber ich habe dann, wann war das denn? Wann haben wir denn gestreamt? Am Donnerstag? Ich habe am Donnerstag dann nämlich von Shanti gehört, dass das Bauen in Minecraft einfach übertrieben ätzend ist und dass sie mehrmals so einen Hass darauf hatte und fast so einen Rage-Quit gemacht hat. Und dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich erstmal anfangen zu bauen, ohne dass ich da irgendwie, keine Ahnung, dann noch streame und mir dann ein Tutorial anschauen, wie das geht. Und das war wirklich eine gute Entscheidung, weil ich habe gestern angefangen. Also ich glaube, ich habe mich um, wann habe ich mich rangesetzt? Irgendwann abends. Dann habe ich erstmal gefühlt 2 Stunden gebraucht, um mich für ein Tutorial zu entscheiden, für das Haus, was ich bauen wollte. Wo Shanti dann auch schon irgendwann meinte, so Laura, es ist keine Wissenschaft. Such dir einfach irgendein Haus aus. Und dann musste ich so eine ganze Ebene begradigen, weil das so hügelig war da, wo wir bauen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu bauen. Und es war einfach schrecklich. Es war einfach absolut schrecklich. Also Dächer in Minecraft sind mein absoluter Endgegner. Sie sind mein absoluter Endgegner. Shanti hat mittlerweile ihr Haus fertig gebaut. Deswegen weiß ich, dass es das wert ist, wenn ich dem Tutorial folge und es irgendwann zu Ende baue. Aber hui, Leute, das war ein ganz anderes Niveau von Hass. Und guten Morgen, Isabel, wie geht's dir? Ich spiele auch gerade Minecraft. Habt ihr auch schon das 1.20 Update? Ich warte ja immer noch darauf, dass Hub den Server updatet, damit wir das dann auch haben. Und was machst du gerade in Minecraft? Baust du was? Erkundest du? Was machst du Schönes? Spielt ihr eigentlich im Kreativmodus oder im Survival-Modus? Weil ich habe gerade schon erzählt, ich habe so einen Hass gestern auf Minecraft gehabt. Ich saß da und Shanti war im Discord und Shanti hat mich so ausgelacht, weil ich saß da die ganze Zeit und ich war so, es ist Samstagabend, du machst das, weil du Spaß daran hast, du machst das freiwillig, alles ist gut, aber das Dach war einfach mein Endgegner. Warte mal, Isabelle, ich schick dir mal, upsala, ich schick dir mal ein Bild bei WhatsApp, wie das aussah am Ende. Ich habe wirklich heute Nacht um 1 habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich mir dachte, ey, es geht nicht, ich komme nicht klar, aber das war so eine, also das war wirklich richtig scheiße. Ich will nicht fluchen, aber das war wirklich richtig scheiße. Da musste ich solche Winkel nämlich bauen. Und ey, ey, ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm. Das war absolut, absolut schrecklich. Und dann passte das irgendwie mit dem Holz alles nicht, weil die in dem Video einen anderen Shader benutzt. Jetzt sieht mein Haus einfach farblich richtig schlimm aus. Ja. Wir haben das neueste Update und wir bauen aktuell im Creative-Modus und toben uns aus. Wir machen das ganz gerne abwechselnd. Ab und zu gehen wir in den Survival. Oh mein Gott, Molly, bitte nicht auf die Escape-Taste. Kannst du dein Schwänzchen vom Bildschirm wegtun? Danke. Und erkunden aber auch oft, wollen wir auch einfach nur bauen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Verstehe ich total. Also, mich hat es gestern beim Bauen auch übertrieben genervt, dass es gefühlt alle paar Minuten wieder Nacht geworden ist. Und da Shanti die Einzige ist, Hope hat ihr Haus auch fertig, aber da Shanti die Einzige war, die online war, die ihr Haus fertig hatte, hatte ich da mein Bett bei ihr drin. Und sobald es dann leicht dunkel wurde, konnte ich direkt über die halbe Insel sprinten und mich bei Shanti dann schlafen legen und dann halt warten. Also ich habe irgendwie gefühlt 2, 3 Treppen platziert. Nee, es sieht nicht 1A aus. Nein, Dächer, da muss man erstmal reinkommen. Diese Snap Points. Also die in dem Video hat es halt die ganze Zeit auch so Treppen gebaut. Und die Snap Points waren der absolute Horror. Es war einfach der absolute Horror. Ich komme mit diesen Snap Points nicht klar. Also ich habe wirklich fast einen ganzen Minecraft-Tag dann immer gebraucht, um 1 oder 2 Treppen zu platzieren. Das Haus, ich zeig's euch, wenn ich es hinkriege, dann vielleicht nächste Woche on Stream, aber ich will es erstmal ohne Stream zu Ende bauen, weil ich glaube, wenn ich das im Stream bauen würde, mit dem Tutorial dann auch nebenbei, dann das wär für uns alle keine Freude. Ich musste mich auch immer wieder daran erinnern gestern, dass ich das freiwillig mache, dass ich Spaß daran habe. Und dann
dass ich jederzeit aufhören kann, wenn ich will. Aber ja, so soll das Haus eigentlich nicht aussehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Link noch irgendwo habe, wie es aussehen soll. Das kann ich dir auch mal irgendwann schicken. Aber das ist es auf jeden Fall nicht. Ja, aber ich hätte auch mal wieder Bock, im Stream Minecraft zu spielen. Und Hogwarts Legacy müssen wir auch noch weiterspielen. Aber heute ist erstmal Sims dran, die Black Widow Challenge. Achso, ich muss mir noch einen Timer stellen, weil meine Family kommt später zu Besuch. Meine Oma und Opa sehen nämlich heute zum allerersten Mal meine Wohnung. Deswegen muss ich mir eben einen Wecker stellen, wenn wir den Stream dann beenden müssen. Nicht, dass wir noch streamen, wenn die schon hier sind. So. Okay. Hier habe ich noch einen anderen Wecker drin, der ist unnötig. Alles klar. Gut. Ja, es sind auch auf YouTube schon der Black Widow Stream von Dienstag online gegangen. Und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe es geschafft, diese Woche einfach 2 Crybaby Wims Videos zu veröffentlichen. Und ich liebe beide. Ich finde beide wunderbar und ich freue mich schon darauf, die nächsten aufzunehmen. Die Story nimmt jetzt so richtig Fahrt auf und es wird einfach toll. Ich freue mich richtig auf die neuen Parts. Und ja, was in der Black Widow Challenge letztes Mal passiert ist, es war wild. Wir haben das Erntefest mit der Familie gefeiert. Ich glaube, es war das Erntefest. Doch, es war ziemlich sicher das Erntefest. Und dann sind wir mit der Familie, also mit Evie und Steve und den Kindern, sind wir dann in ein Café in Brindleton Bay gegangen. Das, was da beim Leuchtturm auf der Insel ist. Also, das habe ich da platziert, aber das Grundstück, was da ist. Und haben da den Erntetag verbracht. Und Evie hat dann auch noch Adam eingeladen. Alle haben sich wunderbar amüsiert, besonders Evie. Die hatte dann auf dem Leuchtturm oben ihren ersten richtigen Kuss mit Adam. Okay, ich habe gar keine Ahnung, was da jetzt los war, weil mein LAN-Kabel und alles ist ganz normal verbunden und Speedtest war auch in Ordnung. Ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich bin wieder da, okay. Meine Bitrate ist aber auch wirklich im roten Bereich. Ich habe gar keine Ahnung, was hier los ist. Hier steht auch instabil. Also wir müssen jetzt mal kurz beobachten, wie gut das jetzt läuft. Ob mein Internet da jetzt einfach nur einen Schluck auf hatte. Was habt ihr denn noch gehört? Was war das Letzte, was ihr gehört habt? Welchen Teil muss ich nochmal erzählen? Ich mache mal kurz nebenbei noch einen Speedtest. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, weil mein LAN-Kabel, ich dachte erst, es hätte Wackelkontakt, aber das hat heute wieder ohne Probleme funktioniert. Also daran kann es auch nicht liegen. Wahrscheinlich hatte mein Internet einfach keinen Bock mehr, dass ich über Minecraft erzähle. Aber ich glaube, ich war schon bei Sims angelangt, oder? Habt ihr das noch mitbekommen? Ich habe den Stream von Donnerstag zusammengefasst. Hey, der Speedtest ist mega gut. Mein Internet soll jetzt mal nicht so, also Twitch soll sich mal nicht so anstellen hier. Vielleicht ist es auch generell irgendwie ein Bug. Ich habe wieder keine Verbindung zu der App herstellen können, über die mein Licht läuft. Jetzt muss ich die immer noch manuell machen. Mein Stream Deck reagiert auch nicht mehr. Also meine Technik läuft heute richtig gut. Wir probieren es einfach mal. Also, okay, was ist im letzten Stream passiert? Im letzten Stream, das wollte ich nämlich gerade erzählen, sind wir mit Evie, Steve und der ganzen Family, also den Kids, beim Erntefest in so ein Kürbiscafé gefahren. Das habe ich in Brindleton Bay platziert, auf der Insel mit dem Leuchtturm. Und alle hatten sehr viel Spaß, besonders Evie. Die hat nämlich dann Adam eingeladen. Ich komme mit diesen ganzen Männern schon durcheinander in Evies Leben. Die hat Adam eingeladen. Die beiden hatten ihren ersten Kuss auf dem Leuchtturm und haben dann auch direkt auf dem Leuchtturm getechtelmechtelt. Und das hat dann, jetzt habe ich seinen Namen fast vergessen, Jared hat es gesehen, der Sohn von Steve, den er mit in die Ehe gebracht hat, war dann auch auf dem Leuchtturm, vielleicht wollte er die Aussicht genießen, man weiß es nicht, und hat dann eben Evie und diesen anderen Mann erwischt, Adam, und hat sich dann mega mit den beiden gestritten, hat Evie halt mega angeschrien, hat sich mit dem Adam richtig gestritten und hat es dann auch hinterher versucht, seinem Vater zu stecken. Steve hat das Ganze aber nicht wirklich geglaubt, bis zu dem Punkt, wo Evie herausgefunden hat im letzten Stream, und da bin ich immer noch sehr schockiert drüber, dass sie schwanger ist. Und da Steve dann wusste, dass er in letzter Zeit kein Techtelmechtel mit seiner Frau hatte, weil die beiden ja super gestresst waren. Ich meine, wir haben jetzt ein Kleinkind, wir haben jetzt einen Säugling, der auch zum Kleinkind geworden ist. Wir haben jetzt 2 Kleinkinder. Die waren einfach beide super gestresst. Steve war noch arbeiten. Evie hat auch irgendwie dann versucht, den Haushalt da zu schmeißen und so. Und deswegen wusste er halt, dass die in letzter Zeit kein Techtelmechtel hatten und dass er auf jeden Fall nicht der Vater sein kann und Jared halt recht hat. Und dann hat Evie versucht, Jared beim Unfall ums Leben zu bringen. Also sie hat ihm halt immer mit ihrer Magiefähigkeit so Elektroschocks verpasst und hat dann den Geschirrspüler kaputt gezaubert, damit er halt dann benommen den Geschirrspüler repariert, weil er so ein bisschen handwerklich begabt ist und es gerne gemacht hat. Und also eigentlich war er nicht handwerklich begabt, aber er hat es gerne gemacht.
Und dann hat er das gemacht und wir haben wirklich 2 Sim-Tage versucht, ihn da mit dem Geschirrspüler um die Ecke zu kriegen und er hat einfach nie einen Elektroschock gekriegt. Nie. Ich verstehe es bis heute nicht. Mir sind auf diese Weise in meinen privaten Spielen schon so viele Sims draufgegangen, wenn ich nicht drauf geachtet habe, dass die 2 kaputte Gegenstände hintereinander repariert haben. Und er hat es einfach überlebt. Er hatte so einen krassen Überlebenswillen, dass ich dann irgendwann die Deadly Spellcaster-Mod genommen habe und Eevee ihm dann praktisch mit, ich glaube, Electrucio oder so hieß das, mit einem Zauberspruch aus der Mod praktisch einen tödlichen Elektroschock verpasst hat. Und ja, Jared ist jetzt tot und Steve trauert sehr um seinen Sohn und Eevee ist sehr traurig darüber, dass sie jetzt schon wieder schwanger ist, weil das natürlich auch wieder nicht gewollt war. Das heißt, heute im Stream müssen wir Adam erzählen, dass er Vater wird. Dann müssen wir gucken, dass wir mit Steve uns versöhnen, sage ich mal, damit er dann bei dem Unfall sterben kann. Wir wollen ja immer noch den Kletterunfall machen, aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, warum es letztes Mal nicht funktioniert hat und ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder nicht funktioniert und er dann wieder nicht stirbt. Aber das ist so der Plan für heute, also dass Steve leider heute ins Gras beißen muss und dann hoffentlich Adam bei uns einzieht, weil unsere Finanzen sahen im letzten Stream auch echt schlecht aus. Jetzt mittlerweile sind wir, glaube ich, wieder bei 3000 irgendwas Simoleons, aber ja, jetzt gehen wir mal ins Spiel, wenn mein Internet es zulässt und mein Streamdeck auch wieder reagiert, hoffentlich. Nö, gut, dann machen wir das einfach so. Da. Ich mache mal ganz kurz mein Licht, glaube ich, ein bisschen. Ich sehe so gelblich aus, aber naja. Genau, hier ist unsere todtraurige Eevee, die wirklich super, super traurig ist. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass Sims davon sterben können, wenn sie so traurig sind. Aber sie ist halt traurig, weil sie nicht bereit ist für die Schwangerschaft, weil es ungewollt war. Sie hat immer noch schwierige Gefühle gegenüber ihrer letzten Schwangerschaft, weil... Hallo Mia! Ja, was ist los? Was ist los? Was denn? Hallo? Mia schreit einfach in letzter Zeit gerne. Na? Die redet sehr viel mit mir. Genau, jedenfalls ist sie sehr traurig, das ist so die Grundessenz und Steve ist auch sehr, sehr traurig, weil er eben seinen Sohn verloren hat, also er hat ein Kind verloren und er ist halt auch, also es ist für ihn auch ein Horror, dass Eevee jetzt eben außerhalb dieser Ehe schwanger ist und er weiß auch gar nicht, wie die beiden das jetzt wieder retten sollen. Ansonsten, Charlie Jr. geht's ganz gut. Ihm ist, glaube ich, nicht so viel passiert. Unsere Bude sieht wieder aus wie Sau, weil unsere Haushaltshilfe auch irgendwie gefühlt nur immer 2, 3 Räume putzt. Deswegen werde ich Eevee das jetzt mal eben machen lassen. Ach nee, Eevee hat Hunger, ne? Okay, Eevee, dann wirst du mal Frühstück servieren. Und zwar Frühstückseierlei. Und Steve, du kannst dich mal eben dran machen zu putzen. Hier, geh mal ein bisschen putzen, weil die Räume, die versinken einfach im Chaos. Es ist richtig schlimm. Kann ich hier nicht putzen? Oh mein Gott, ich kann hier nicht putzen. So, ach so, und wir haben noch das Zimmer für unseren kleinen Seth angefangen. Ja, das ist jetzt noch nicht so wirklich üppig eingerichtet, einfach weil wir auch nicht mehr wirklich viel Geld hatten. Der Geschirrspüler ist immer noch kaputt, okay. Und es ist alles ein bisschen tragisch, gerade in diesem Haushalt. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Charlie, ach so, Mist, musst du gleich zur Schule? Oh Gott, steh mal auf, bitte. Steh mal auf. Und du musst auch zur Schule, oder? Sie nimmt ein Schaumbad, okay. Oh mein Gott, es ist einfach alles kaputt in diesem Haushalt. Musst du heute auch arbeiten? Nee, er hat 5 Tage bis zur Arbeit. Dann wirst du dich nämlich jetzt mal nützlich machen und die ganzen Sachen gleich reparieren. Wir haben nämlich kein Geld mehr, das zu ersetzen. Oh mein Gott. Das Haus versinkt einfach im Chaos, im absoluten Chaos. Danke, Eevee, dass du niemanden zum Essen gerufen hast. Das ist wirklich sehr nett. Ihr müsst jetzt leider alle allein losgehen. Tut mir leid, oh mein Gott, er wollte gerade frühstücken. Es tut mir so leid, ich bin die schlechteste Sims-Mutter der Welt. Oh mein Gott. Naja, das ist übrigens die Mod, dieser Deadly Orb von der Deadly Spellcaster Mod. Da hat sie praktisch ihre Kraft rausgezogen, diese tödlichen Flüche auszusprechen. So, was haben wir denn sonst? Freya, das ist nicht dein Bett, Freya, aber es ist okay. Kein Problem, ihr könnt mal Freundschaften schließen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Geld. Ich werde jetzt die kleinen Kinder in den Kindergarten schicken. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich die Mod doch drin habe. Das ist ja die Little Miss Sam Social Activities Mod, glaube ich, wo man Kinder zur Kindertagesstätte schicken kann, also kleinen Kinder. Und das werden wir jetzt machen. Ich werde die jetzt für, lass mich mal kurz rechnen, ich glaube 6 Stunden,
Das sind 60, 120 Simoleons, das passt. Und dann werden wir gleich mal unsere kleinen Kinder da wegschicken, damit wir hier ein bisschen mehr Zeit haben, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. So. Evie wird dann nämlich gleich jetzt erstmal versuchen, mit Steve zu sprechen und ihn so ein bisschen zu beruhigen. Und dann müssen wir Adam ja auch noch sagen, dass er Vater wird. Und dann müssen wir uns darum kümmern, dass Evie und... Oh, achso, ich kann jetzt auswählen, wen die kennenlernen sollen. Oh, das ist ja interesting. Aber muss ich jetzt für jedes von den Kindern Geld zahlen oder nur für meins? Das wäre sowas, was mich jetzt auch noch interessieren würde. Weil das sind ja die dann kennenlernen, richtig? Ich habe Angst, dass ich für die jetzt auch noch alle Geld zahlen muss. Naja, macht nichts, okay. Okay, Freya und Seth sind soeben gute Freunde geworden. Ja, ihr seid ja auch Geschwister, okay. Aber seid ihr jetzt, geht ihr jetzt dahin? Oder bei der Kindertagesstätte? Wo bist du denn dann jetzt? Achso. Hä? So ganz, Flora hat Bruno in der Schule getroffen. So ganz habe ich die Mod noch nicht gecheckt. Läuft sie da jetzt hin, oder was? Ach, sie läuft da jetzt hin. Und du? Oh, ach, ich glaube, er kann da nicht hin. Kannst du ihn mal hochheben? Und dann müssen wir ihn leider nochmal dahin bringen. Ich glaube, er kann nämlich noch nicht so gut laufen. Was ist mit dir? Okay, du kannst die Treppe schon laufen, das ist gut. Was ist mit dir jetzt, Steve? Ach, Steve, komm schon. Nee, lass das Kind jetzt mal in Ruhe. Nein. Warte. Nein. Oh mein Gott. Moment. Wir müssen es ihn mal ganz kurz hier runtertragen. Hochheben. Und dann müssen wir ihn runtertragen. Das Kind muss echt laufen lernen. Okay. Stopp. Jetzt hast du ihn auf dem Arm. Und jetzt setz ihn mal hier ab. Seth hier absetzen. Und dann muss er leider nochmal in den Kindergarten. Los. Ach stimmt, Hühner haben wir ja auch noch. Ups. Um die sollten wir uns vielleicht auch mal kümmern. Das kannst du mal machen. Stall säubern, Eier einsammeln, Futter verstreuen. Und jetzt wird sie ihn nochmal dahin schicken. Seltsame Wissenschaft. Das Wissenschaftsexperiment von Flora ist im Labor explodiert. Und es ist ein riesiges Chaos entstanden. Außerdem sind die anderen Schüler total verängstigt. Wir glauben, dass sie das extra gemacht hat. Es ist doch nichts passiert. Ich glaube, Evie ist einfach gerade so gestresst. Der ist das gerade alles egal, was ihre Kinder machen. Oh, ihre Verantwortung reicht trotzdem für das Merkmal verantwortlich aus. Okay, also Aktivitäten für Kleinkinder. Dann schicken wir ihn jetzt 4 Stunden dahin. Kann sein, dass er dann früher zurückkommt als seine Schwester. Aber ist schon okay. So. Selina, Janette, Mirko, noch ein Mirko, Moritz, Nadja, Saskia, Sophie... Sophie. Wieso gibt es eigentlich so viele Sophies und so viele Saskias in diesem Spiel? Tschüss, viel Spaß, bye bye. Okay, Evie, gut. Wenn du jetzt nichts mehr zu tun hast, dann müssen wir uns jetzt hier mal irgendwie ein bisschen kümmern. Oder räumen das mal weg. So. Und hier oben ist bestimmt auch noch irgendwas, was sauber gemacht werden muss. Oh mein Gott. Lass mal Evie mal ganz kurz putzen. Fantasiefähigkeit erworben, das höre ich doch gerne. Kommunikationsfähigkeit erworben, Denkfähigkeit erworben, Töpfchenfähigkeit erworben, es läuft einfach. Wieso habe ich das mit dem Kindergarten noch nie gemacht? Das ist einfach so genial. Das verbessert mein Leben enorm. So, Evie. Ach, jetzt ist die Haushaltshilfe da. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Jetzt habe ich schon alles gemacht, danke. Der kümmert sich sowieso irgendwie immer nur ums untere Geschoss, habe ich das Gefühl. Und... Brini Maus, vielen Dank für dein Follow. Warum wird mir das jetzt hier nicht angezeigt? Hallo ihr Lieben, hallo. Ich habe das Gefühl, meine Stream-Software ist ein bisschen verbuggt heute. Ich sehe deinen Follow jetzt gerade leider nicht mehr, aber der wurde ja eben angezeigt. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Und Estelle Lovegood, sehr cooler Name. Vielen, vielen Dank dir auch für dein Follow. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, mein Streamlabs ist heute irgendwie verbuggt, dass die Verbindung von Streamlabs nicht richtig funktioniert. Also falls euch irgendwas auffällt, wenn irgendwas ruckelt oder so, dann sagt mal Bescheid. Weil ich hatte eben auch schon Probleme, dass mein Stream offline war kurz, obwohl mein Internet und alles eigentlich ziemlich gut ist und auch da ist. Aber gut.
Aber schön, dass ihr da seid und wir haben Rechnungen bekommen. Nein, wie teuer sind die? Warum sind denn die Rechnungen so teuer? Wir müssen unsere Haushaltshilfe abbestellen. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, wie bestelle ich denn ab? 3.100 Simoleons. Reinigungsservice abbrechen. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh mein Gott. Gerne, ich habe dich jetzt endlich im Stream erwischt, da ich deine YouTube-Videos klasse finde. Oh, wie süß. Vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Welche YouTube-Videos schaust du denn? Also schaust du die Streams auf YouTube oder schaust du die Crybaby Whims Challenge? Weil mit der geht es jetzt auch endlich diese Woche weiter. Ich weiß gar nicht, ob ihr das vorhin noch gehört habt oder ob ich da kurz offline war. Aber ich habe tatsächlich diese Woche 2 Crybaby Whims Videos hochgeladen und ich bin sehr stolz. Das hat echt richtig Spaß gemacht und ich freue mich sehr darauf, wie die Story weitergeht. Ja, aber irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin. Crybaby Whims, wie cool. Mega. Ja, ich hoffe, die Black Widow gefällt dir auch. Die ist ja so ein bisschen was anderes als das, was ich sonst mache. Also sonst spielen wir die Legacy Stories Challenge hier auf Twitch. Und haben die Black Widow eigentlich mal letztes Jahr irgendwann angefangen. Wer ist hier nochmal gestorben? Jared. Oh, ja, richtig, der ist ja auch tot. Und haben die letztes Jahr irgendwann mal angefangen. Ach Mist, du musst auf Klo. Genau, aber wir wollen die Legacy Stories Challenge jetzt bis zum neuen Pack pausieren. Weil wir dann mit der dritten Generation im Kindesalter reiten lernen wollen. Und da die dritte Generation jetzt im nächsten Stream halt zum Kind werden würde, haben wir gesagt, dann spielen wir bis zum neuen Pack die Black Widow weiter und sind jetzt gerade bei Ehemann Nummer 3. Also das hier ist Ehemann Nummer 3. Im letzten Stream hat Evie, unsere Black Widow, seinen erwachsenen Sohn umgebracht. Mit so einem Elektroschock. Sie ist nämlich eine Hexe. Und jetzt ist es heute Zeit, dass er auch gehen muss, weil Evie hat schon den nächsten Mann an der Angel. Moment, wo ist er denn? Der Adam. Da. Das ist Adam. Deswegen. Ach, die haben so eine tiefe Verbundenheit, wie süß. Deswegen musste auch hier Jared sterben. Wo ist denn Jared eigentlich? Ist der noch hier irgendwo drin? Ach, Jared, genau. Das war der Sohn. Der musste leider sterben, weil er Evie und Adam entdeckt hat. Die muss ich mir auch noch ansehen. Das hört sich mega interessant an. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja, aber es ist ein bisschen chaotisch gerade, weil sie ist versehentlich jetzt auch schon wieder schwanger. Eigentlich wollte ich gar nicht, dass sie jetzt so schnell wieder schwanger wird. Aber wir hatten mit dem neuen Ehemann, also mit dem potenziellen vierten Ehemann, Techtelmechtel im Leuchtturm. Und sie ist natürlich direkt schwanger geworden. Ich weiß auch nicht, wo diese Frau ihre Fruchtbarkeit hernimmt. Ja, was macht sie hier zur Kindertagesstätte schicken? Aber kann ich da jetzt auch noch was machen? Lernt ihr jetzt noch Freunde kennen? Nee. So, okay, aber jetzt müssen wir erstmal Adam verklickern, dass Evie schwanger ist. Deswegen werden wir jetzt mal Adam einladen, mit uns irgendwo hinzureisen. Und dann werden ihm erzählen, dass wir schwanger sind. Weil ich glaube, man kann es auch nicht mehr verbergen. Also sie ist halt wirklich super schwanger. Aber wir werden es ihm natürlich trotzdem offiziell nochmal erzählen. Und danach müssen wir irgendwie versuchen, die Ehe mit Steve zu retten. Weil der natürlich auch angepisst ist. Ja, und es ist einfach ein bisschen chaotisch gerade. Wo könnten wir ihn denn mal treffen? Was haben wir denn so für Orte? Gibt es irgendwo ein Café oder so? Hm. Willow Creek vielleicht? Ich glaube, da waren wir schon mal. War noch irgendein Ort, wo wir noch nicht waren? Waren wir hier schon mal? Slow Roasted Café. Oder sollen wir in so ein Arts Center gehen? Wobei, das ist auch ein Pub, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Die Welten sehen sehr realistisch aus. Das gefällt mir. Dankeschön. Ja, ich habe da eine Mod drin für Overlays. Das ist auch in meinen Sims Mods Liste mit drin. Das ist einmal von, was heißt das denn? 20th Century Plumbob oder so. Und die anderen Overlays sind von Der Cheyenne. Also Der Cheyenne ist auch da in der Liste mit drin und die Maps, die es von ihm nicht gab, oder dem Creator halt, habe ich von 20th Century Plumbob. Genau, das sind 2 verschiedene Creator. Was haben wir denn hier? Oasis Community Center, aber es ist ein Kinderparadies. Da sollten wir uns vielleicht nicht mit ihm treffen, um ihm zu erzählen, dass wir schwanger sind. Und es tut mir leid, wenn der Stream heute ein bisschen verbuggt ist. Irgendwie habe ich, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit meiner Streaming-Software. Waren wir da schon mal? Old Quarter Café? Doch, ich glaube, da waren wir auch schon. Oder wir gehen in den Park mit ihnen. Serenity Garden. Das klingt doch eigentlich gar nicht schlecht. Wir treffen uns mal im Park. Was ist das eigentlich? Oh, da könnten wir auch mal heiraten. In alten Ruinen.
sollen wir da? Ne, da waren wir schon mal. Wir gehen hier hin. Gut. Der Struggle. So. Na, Molly? Meine eine Katze liegt hier einfach neben mir. Das ist mega süß. Die chillt jetzt immer, wenn ich streame da. Ne, meine Mausi? Fusselt auch schon wieder so. Ich hab dich gestern Abend doch gebürstet. Die verliert da so viel Haare, die Katze. Das ist Wahnsinn, dass sie überhaupt noch Haare hat. So. Ich speichere mal kurz. Ich habe das Gefühl, irgendwie struggelt mein ganzer PC heute. Ich fülle mal kurz mein Wasser auf. Keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich ist der immer noch genauso gestresst wie ich von gestern Minecraft. Ich fülle nur mein Wasserglas auf, Leute. I'm sorry für das Wassergeplätscher hier. So, halt, stopp, Adam. Wir wollen dir eigentlich... Achso, musst du jetzt auf Klo? Oder was machst du? Nee, du gehst jetzt nicht in der Kabine weinen. Wir wollen jetzt Adam erzählen, dass wir schwanger sind. Also bitte. Wo machen wir das denn am besten? Können wir auch hier einfach Gabe da bringen? Sich etwas wünschen? Oh, nee, ein Kind wollen wir uns nicht wünschen. Wir wünschen uns Simoleons. So, das ist was Evie machen würde. Und danach gehen wir mal zusammen hier hin. Was? Alle Münzen, die Sims in den Brunnen geworfen hatten, wurden plötzlich aus dem Brunnen und geradewegs in das Portemonnaie von Evie geschleudert. Oh mein Gott! Ohne Witz, das hat noch nie bei mir funktioniert. Es hat noch nie funktioniert. What? Wir haben einfach gerade 6000 Simoleons bekommen. Das, ich, ey. Also, wie gut, dass ich mir kein Kind gewünscht habe. Stellt euch das mal vor, es wäre ein Kind hier einfach gespawnt. Ich habe das noch nie ausprobiert, diese Option. Ich weiß gar nicht, warum. Ich benutze diesen Brunnen auch nie in meinen Bauwerken. Wie geil. Ja gut, jetzt haben wir keine Geldprobleme mehr. Eigentlich müssen wir Steve jetzt nicht so schnell um die Ecke bringen. Ja, voll cool, oder? Charlie hat Kichi in der Schule getroffen. Okay, hi. So, Adam, jetzt bleib mal stehen. Das ist nämlich unser potenzieller Ehemann Nummer 4, der auch irgendwie nicht ganz so happy aussieht. Das wird sich gleich ändern, wenn du erfährst, dass wir schwanger sind. Wir werden erstmal ihm natürlich ein bisschen... Achso, oh nein, jetzt ist sie wieder so traurig. Wir werden mal versuchen zu flirten. Und was ist das? Du bist momentan zu traurig. Es ist so schrecklich. Dann werden wir mal fragen, ob er sich Kinder wünscht, weil du wirst bald Vater, Adam. Überraschung. Das mache ich in Zukunft auch. Ja, ich weiß aber nicht, ob das jedes Mal funktioniert. Also ich weiß, dass ich schon mal, glaube ich, hier was in den Brunnen geworfen habe und dabei einfach gar nichts rauskam. Aber ja, mach das mal. Und hallo, Charles. Wie geht's? Wie steht's? Happy Sunday. Bin ja froh, dass der Chat überhaupt hier funktioniert, wenn schon die ganzen Benachrichtigungen nicht funktionieren. Ich hätte gerne Kinder, Bommann. Adam, ich habe eine wunderbare Neuigkeit für dich, wirklich. Also, ne? Wie machen wir das? Kann ich ihm nur... Wir verkünden ihm mal die ungewollte Schwangerschaft, aber ich hoffe, er reagiert gut drauf. Und? Moment. Achso, Flora ist aus der Schule zurück. Okay. Können wir mal über seine traurige Stimmung reden? Er scheint auch traurig zu sein. Was haben wir hier? Nicht auf der gleichen Ebene. Evies Partner ist glücklich über die Schwangerschaft. Wenn doch nur Evie es auch sein könnte. Ach, wie süß. Oh Gott, wir sind schon im zweiten Trimester. Aber er ist jetzt traurig. Wahrscheinlich, weil wir uns nicht darüber freuen. Kann das sein? Moment. Können wir mal... Was sind denn Schwangerschaftsbesuchen? Nee. Adam sagen, er ist der Vater von Evies Kind. Ja, das werden wir machen. Okay. Und irgendeine Katze macht doch hier gerade schon wieder was, oder? Was ist los, Mia? Mia liegt da einfach auf dem Boden und schreit vor sich hin. Aber ich glaube, er nimmt es ganz gut auf, oder?
Wir organisieren mal, das Baby zu versorgen. Das wird Evie wahrscheinlich auch sehr wichtig sein. Und dann können wir ihm nochmal schmeicheln. Und dann kann er nochmal das Baby fühlen. Evie bräuchte auch eigentlich mal ein Outfit, was ein bisschen schwangerschaftsgerechter ist, glaube ich. So häufig, wie sie schwanger ist. Und? Mia, was ist denn? Ich mach mal kurz ein Foto davon. Schreibt Mia mich einfach voll an hier. Na ja gut, gibt schönere Bilder, aber ist okay. Ist okay. Das Outfit ist vielleicht nicht ganz geeignet für die Schwangerschaft. So. Kann man noch was machen? Wir teilen mal die Sorgen wegen der Schwangerschaft mit. Sie miaut aber wirklich süß. Ja, Mia hat einfach eine richtig kleine Babystimme. Die klingt einfach mega niedlich. Ich lieb diese Katze auch so sehr. Und dann entschuldigen wir uns nochmal für die Reizbarkeit. Aber Mia ist wirklich so eine richtig kleine Mausi. Die läuft auch mal mit ihren Spielzeugen im Mund herum und maut dann rum. Was macht ihr jetzt? Achso, gar nichts. Stopp, 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 stopp. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Halt, stopp! Nee, du gibst jetzt nicht selber Zuspruch. Wir wollen jetzt nochmal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. So. Und wahrscheinlich können wir in der Romantik gar nichts machen. Ja, wow, okay. Super, danke für nichts. Körperliche Nähe. Ja. Wow. Evie ist zu traurig, um das zu tun. Super. Mach mir nur ein düsteres Kompliment. Und Evie hat folgende Merkmale von Adam kennengelernt. Böse, das ist sehr gut, weil wir sind auch böse und ich glaube, deswegen verstehen die beiden sich auch so gut. So. Ich würde ihn gerne nochmal umarmen, aber sie ist zu traurig. Vielleicht in der freundlichen Interaktion? Wie geht das nochmal? Ist das eine Aktivität? Nee, ne? Nee. Oh, das überfordert mich immer mit diesem Menü hier. So, umarmen. Und dann gehen wir wieder, weil es ist 17 Uhr und unsere Kids sind schon lange zu Hause. Das kenne ich auch. Und meine Katze trägt Schuhe rum. Oh nein, wie süß! Was für eine Katze hast du? Das ist ja mega süß. Tschüss, Adam. Bis bald. Wir müssen jetzt leider uns um unsere Ehe zu Hause kümmern. Bye, bye. Oh, sie ist geflogen. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Sie ist einfach auf den Besen geflogen. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber mega cool. Wir müssen auch mehr mit der Magie machen. Ich muss da echt noch mehr rausholen aus der Magie. Aber das mit den Schuhen klingt einfach mega süß von deiner Katze. Wir haben auch ein Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich ein neues Kind noch unterkriegen soll. Also es wird wirklich Zeit, dass Adam Geld mitbringt und wir ein neues Haus platzieren können. Weil wir haben keinen Platz mehr. Uns gehen echt die Zimmer aus. Wie? Ich habe noch meine Haushaltshilfe gefeuert. Danke für nichts. So, Moment. Wenn du schon mal hier bist, nimm noch mal bitte dein Kind mit. Stopp, Evie. Nimm mal dein Kind mit, bitte, weil er kann die Treppen noch nicht laufen. Und dann bring ihn mal hier hin. Danke. So, was ist mit dir? Ach, dein Zahn ist immer noch lose. Aber kannst du auch stattdessen vielleicht mal Hausaufgaben machen? So, und du auch. Wo bist du? Was machst du gerade? Ah, du guckst Fernsehen. Du kannst dir mal deinen Gesichtsreiniger auftragen und danach machst du Hausaufgaben. Und was machst du? Ah, du bist die Treppe allein gelaufen. Cool. Umarmen. Ach, wie süß. Okay, und dann müssen wir jetzt echt uns gleich mal hier um Steve kümmern, weil das ist einfach ein Trauerspiel mit den beiden. Yo, super, Seth. Hast du toll gemacht. Eine ganz normale schwarze Kurzhaar-Mizi. Mittlerweile ist sie auch schon 15 Jahre alt, aber das mit den Schuhen ist ihr Ding. Oh Gott, wie süß. Aber auch voll krass, dass sie schon so alt ist. Voll schön. Mega, mega schön. Meine beiden sind noch richtig jung. Also Molly ist, die wird jetzt im August 2 Jahre alt. Und Mia wird im Oktober 2 Jahre. Und ich liebe die einfach so. Ich hoffe auch so sehr, dass sie irgendwie mindestens 15 Jahre alt werden. Das wäre echt ein Traum.
Nee, Evi, Moment mal kurz. Irgendwie macht hier keiner das, was er soll. Ah! Kannst du mal hier hingehen und Evi kommt dann auch nach? Damit wir uns hier mal ein bisschen unterhalten können. Weil Evi muss sich jetzt mal bei ihm entschuldigen. Hör mal auf jetzt da. Machst du jetzt deine Hausaufgaben wenigstens? Okay, oh mein Gott, die sitzen immer hier zusammen. Die sind so gute Geschwister. Wann hat Flora eigentlich Geburtstag? Oh, morgen wird Flora zum Teenager. Mega, oh, ich hab richtig Bock da drauf. Und übermorgen wird Freya zum Kind. Das ist gut. Wir könnten dann theoretisch Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwie nochmal in den Urlaub nach Mount Komorebi fahren, weil wir müssen ja noch dieses Bergsteigen machen. Oder kann man auch von hier eine Bergtour buchen, dass wir von hier aus Bergsteigen gehen? Das mit den Bergtouren habe ich noch nicht ganz verstanden. Seth, nee, Steve, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? So. Du musst dich jetzt ein bisschen mit Evie mal streiten. Gemein, bösartig. So, wir werden jetzt immer verbotene Wörter um die Ohren brüllen und dann streiten die beiden sich jetzt mal. Hier, Versöhnung. Ah, eine vorübergehende Trennung könnten wir auch fordern. Ah, Verdacht über Kontakt zu bestimmten Sim äußern. Ich glaube, ach nee, er kennt ihn gar nicht. Okay. Dann werden wir was anderes machen. Dann werden wir. Mitteilen, Ivys Kind abzulehnen. Das finde ich super. Aber können wir vorher noch was anderes machen? Oh. Jetzt habe ich es weggeklickt. Die Mod hat so viele Möglichkeiten. Ich bin begeistert. Familienplanung vielleicht? Nee. Steve oder der zukünftige Ex-Partner muss erst ausziehen und einen eigenen Haushalt gründen. Ach so. Okay, aber er weiß ja schon, dass er nicht der Vater ist. Ja, gut, dann machen wir das jetzt. Moment. Wo war das? Dann sagt er ihr jetzt, dass er das Kind ablehnt. Gut. Oh, noch so klein. Ich liebe Katzen auch schon immer. Und wenn der Tag kommt, möchte ich eine gewisse Zeit keine mehr. Ah, ja, verstehe ich total. Also, ich hatte auch als Kind bei meinen Eltern einen Kater, einen britisch-Kurzhaarkater. Der ist leider auch nur 9 Jahre alt geworden. Danach ist der an Nierenversagen gestorben. Uiuiui. Oh, und Seth liebt Bücher, süß. Genau, und dann hatte ich auch erstmal lange keine Katze mehr. Und jetzt seit anderthalb Jahren, also seit Dezember 2021, so ungefähr 3 Jahre nachdem meine erste Katze gestorben ist, habe ich dann. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Habe ich dann Molly bekommen und jetzt Anfang dieses Jahres Mia. Und ich liebe die beiden so, aber ich glaube, es wird mir auch das Herz brechen, wenn die nicht mehr da sind. Also, das überlebe ich nicht. Das wird einfach so schlimm. Die sind jetzt. Unfug lieber nicht, er mag keinen Unfug, ja. Haustiere sind halt auch Familie, total. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in so kurzer Zeit, also das heißt so kurze Zeit, aber trotzdem, dass ich jetzt in anderthalb Jahren bei Molly und ein paar Monate bei Mia, dass ich da jetzt wirklich so eine krasse Bindung zu den Tieren aufbaue. Würdest du sagen, dass die Familiendynamik zwischen Steve und Evie schwierig ist? Ja, definitiv. Definitiv. Soll er auch schon eine vorübergehende Trennung fordern? Ich weiß nicht. Und Flora hat ihre Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Beschweren wir uns mal über das Liebesleben. Moment, ich glaube, sie kann ihm ja auch sagen, warum sie ihn betrogen hat mit der Mod, oder? Moment. Hier. Betrug mit Sim gestehen. Ah, ja, okay, wir gestehen ihm das jetzt mal. Aber ich dachte, wir können ihm auch die Gründe dafür sagen. Halt, stopp! Steves Partner war untreu. Steves Partner hat gerade gestanden, Techtelmechtel mit jemand anderem zu haben. Was soll Steve nur tun? Gib der Beziehung und seinem Partner eine Chance. Es ist schmerzhaft und hoffnungslos. Mach einfach Schluss. Was machen wir? Was soll Steve machen? Wenn ich 1000 Punkte hätte, würde ich sofort Katzenleckerlis drücken. Ja, die Mausis bekommen ständig im Stream Leckerlis. Deswegen Molly, also die rote, die ist,
die ist mittlerweile auf mein Streaming-Licht dressiert, sage ich mal. Selbst wenn ich YouTube-Videos aufnehme, läuft die hier immer mit ihrem Schwänzchen umher, weil sie die Hoffnung hat, dass Leckerlis da abfallen, weil sie es so gewöhnt ist. Und Isabel hat es eingelöst. Danke, Isabel, mit ihren 100.000 Kanalpunkten gefühlt. Und Charles auch noch. Okay, ich hole mal direkt zwei Leckerlis. In der Zeit könnt ihr mal entscheiden, was wir hier machen, ob Steve sich trennen soll. Aber ich glaube, das geht gar nicht, oder? Das dürfen wir in der Black Widow gar nicht. Ich glaube, wir dürfen uns gar nicht trennen. Ich glaube, wir müssen der Beziehung und dem Partner eine Chance geben. Okay, ich hole mal ganz kurz Leckerlis. Hast du das gehört, Molly? Dein Traum wird wahr. So, jetzt müssen wir gucken, wie ihr die beiden auch sehen könnt. Das war in der alten Wohnung noch leichter. Hier bin ich mir immer noch nicht sicher, wie ich das am besten machen soll, dass ihr die auch seht. Schaut mal. Kommt mal her. Aber wenn ich das jetzt da hochwerfe, seht ihr das? Guck mal. Das ist da oben gelandet. Geht mal da hoch. Guck mal. Geht mal da hoch. Sind ein bisschen doof, die Katzen. Die sehen das nicht. Das ist da oben. Ihr müsst da nur hoch. Das ist da oben drauf gelandet. Guckt mal. Ja, das ist die Mia, die graue. Das ist Mia. Das ist die, die ist jetzt seit Mitte Februar bei mir. Ja, ich glaube Mitte Februar ist richtig. Die habe ich bekommen, weil sie sich mit dem Kater, wo sie vorher mit zusammen gewohnt hat, nicht verstanden hat. Das ist eine richtig süße Mausi, aber die hat Molly voll im Griff, weil die war noch nicht kastriert. Als sie bei mir angekommen ist und Molly war halt schon kastriert. Mia habe ich jetzt mittlerweile auch kastrieren lassen. Aber, bitteschön. Aber deswegen hat Mia halt irgendwie so ein bisschen die Hosen an, obwohl Molly älter ist und eigentlich auch ein bisschen wilder unterwegs. Aber ich überlege jetzt gerade, wie ihr am besten Molly seht. Am besten vielleicht da hinten auf dem Boden. Mia, guck mal. Molly, schau mal, wenn ich jetzt was da hinten hinwerfe. Guck mal. Ja, das war nicht ganz so gut. Ist abgeprallt. Molly, guck mal. Das da hinten, die Orangene, ist die Molly. Molly. Ja. Da muss ich mir aber was anderes überlegen. Die sind beide Zucker. Ich finde die auch so süß. Ich liebe die so sehr. Oh. Ja. Aber ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie noch hier direkt hinter mir einen Kratzbaum hinstelle, dass ihr die beiden halt besser sehen könnt, dass sie dann da im Stream chillen können. Aber da muss ich nochmal schauen, was für einen Kratzbaum ich da finde, weil das wäre halt toll. Dann könnte ich, wenn ich die mit Leckerlis fütter oder so, einfach halt so ein Stückchen nach hier rutschen und dann hätten die halt hier noch einen Kratzbaum. Und dann würdet ihr die halt ein bisschen besser sehen als jetzt. Ja. Aber danke fürs Leckerli einlösen. Die Mäuse sind so süß. Jetzt sind sie da beide und gucken, ob noch mehr Leckerlis da sind. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir müssen der Beziehung noch eine Chance geben, weil sonst haben wir halt die Black Widow Challenge gefailt, sag ich mal. Okay. Was können wir denn hier noch machen? Können wir eine tiefgründige Unterhaltung oder so führen? Dass die beiden jetzt nochmal darüber sprechen. Oder wir teilen ihr mal die Unsicherheit mit und dann werden wir uns über unsere Probleme beschweren und auch über unser Liebesleben. Ey, der arme Kerl, es kommt doch alles knüppeldick, ne? Erst verliert er gestern seinen Sohn und heute merkt er, dass seine Frau schwanger ist. Also Steve hat es auch echt nicht leicht. Und der ist echt so ein Süßer. Eigentlich ist der wirklich, was hat er? Es hasst es, getragen zu werden. Okay, Seth. Steve ist ein eifersüchtiger Sim. Oh. Aber er ist wirklich bisher mein liebster Ehemann, der Black Widow. Er ist so lieb und so nett und er kümmert sich so gut um die Kinder und er ist einfach wirklich herzensgut. Ja, die Zeit wird knapp, weil über Leben nachgedacht. Ja, es tut mir auch sehr leid. Wie geht's denn unseren Kindern? Du hast ein bisschen Hunger. Kannst du dich mal kümmern und vielleicht die Kinder füttern oder das Kind? So, setz mal Freya da ab und gib ihr mal
Ein Obstsalat. Was ist mit dir, Charlie? Geht's dir gut? Ja, er geht schlafen. Oh mein Gott, er ist so vorbildlich. Was mit dir? Dir geht's eigentlich ganz gut. Spiel doch mal ein bisschen was hier in deinem Zimmer. Oh Gott, und Ivy ist wieder zusammengebrochen. Kann dir leider eben nicht zuhören, da ich Werbung hatte. Oh nein! Ich habe eigentlich nur von den Katzen erzählt, dass die, ja, noch, also dass Molly jetzt etwas doch 1,5 Jahre bei mir ist und Mia seit Februar und ich die beiden einfach so sehr liebe und ich hoffe, dass die auch wirklich alt werden, weil ich ertrage das nicht, wenn die früh sterben oder wenn die generell sterben. Das wird einfach richtig schrecklich. Nein, hallo, du solltest doch gerade das Kind füttern. Oh mein Gott, bitte. Und ansonsten meinte ich eigentlich nur noch, dass ich überlege, ob ich einen Kratzbaum hinter mich stelle, also da so hin, damit ihr die Katzen besser sehen könnt, weil in der alten Wohnung, ich bin ja umgezogen, war das halt so, dass das Bett näher hinter mir war und auch nicht so ein, wie nennt man das, in so ein Gitter hatte, sondern dass man halt kein Fußende hatte und das direkt runterging und dann konntet ihr die Katzen halt immer viel besser sehen mit Leckerlis und im Stream und so. Ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich das jetzt mache. Und jetzt hat Molly die Leckerli-Packung hier entdeckt. Nee, mein Schatz, da gibt's jetzt nichts mehr. Das reicht jetzt. Die haben auch richtig schnell heute. Ach, sie isst das schon selber. Ja, super. Du bist so ein Molly. Molly, du machst mich ein bisschen nervös hier gerade. Die ist so ein selbstständiges Kind, das ist der absolute Wahnsinn. Du machst das toll, Freya. Wunderbar. Wie sieht's eigentlich mit ihren Fähigkeiten aus? Oh, nicht so gut. Ich würde wenigstens gerne eine perfektionieren. Vielleicht schaffen wir es wenigstens, Fantasie zu perfektionieren. Bewegung hat sie Level 3. Was hast du eigentlich in Bewegung? Oh, Level 1. Ja gut, okay. Für ihn ist es noch schlechter. Dann geh doch du auch mal nach oben schlafen. Und du? Ich bitte, schlaf in deinem Bett. Perfekt, okay. Molly, mein Schatz, ich sehe nichts mehr. Flora, du kannst auch schlafen gehen. Unter der Decke lesen. Aber es ist schon so spät. Egal. Macht sie mal trotzdem. Und du lässt jetzt mal das Kind in Ruhe. Du kannst dich jetzt mal ausheulen, weil das Leben ist hart. Und dann gehst du schlafen. Warum bist du jetzt wach? Leichter Schlaf. Ja, meinetwegen. Aber dann bist du hoffentlich morgen nicht so müde. Molly, du machst mich hier echt ein bisschen nervös, ne? Danke. War jetzt schon cool. Du bist so ein Molly. Ja. Ja, Molly läuft. Also Molly ist diejenige, die immer hier vorläuft. Voll der Puschelschweif. Ja, Molly ist richtig plüschig. Komm mal her, Molly. Wir zeigen dich jetzt mal dem Stream. Guck mal. Guck mal. Das ist die Molly. Warte mal. Du kannst auf dem Arm sitzen. Warte. Nein? Ja, die weiß jetzt halt, dass da Leckerlis rumliegen. Deswegen hat sie jetzt keinen Bock. Normalerweise ist sie gerne auf dem Arm. Guck mal, Molly. Sag mal dem Chat Hallo. Das ist die Molly. Die ist auch dabei. Aber die Molly hat jetzt wenig Bock, oder? Doch? Jetzt hast du Lust? Mein Schatzi? Ich auch, lieb mein Schatz. Ja, es fühlt sich an, als wäre es bereits eine Ewigkeit her, dass Evie mit ihrem Schatz romantisch war. Es könnte Paranoia sein oder Furcht oder ein ungutes Gefühl, aber Evie kann einfach nicht anders, als sich zu fragen, was ihr Schatz plant oder hinter ihrem Rücken macht. Ja, ich denke mal, sie. Hallo? Chat, seid ihr wieder da? Hallo? Test, bin ich wieder da? Ich glaube, ich bin wieder da, oder? Ich verstehe nicht, was hier heute los ist. Es ist wirklich ganz, ganz komisch. Ich habe das noch nie gehabt. Also wenn jetzt was mit dem Internet wäre, hätte ich ja gesagt, okay. Aber es ist wirklich einfach nur mein Streaming-Programm, was heute keinen Bock auf mich hat. Das habe ich noch nie gehabt. Ja, bist du. Okay, es ist so seltsam. Ich habe das vorhin schon mal gehabt, in den ersten 5 Minuten des Streams. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil, wie gesagt, mein Internet ist top. Also ich habe jetzt gerade mal einen Speedtest gemacht. Das ist alles super. Mein LAN ist verbunden. Es dürfte gar kein Problem geben. Aber ich glaube, es ist mein Streaming-Programm, weil der ja auch die ganzen Follows mir nicht anzeigt. Ich glaube, das hat irgendwie. Irgendwie, dass die Verbindung da falsch ist. Naja. Aber jetzt bin ich zurück. Ivy ist hier eingeschlafen. Die kann nämlich, glaube ich, gerade nicht mit Steve in einem Bett schlafen. Da hat sie keinen Bock drauf. Und du spielst hier. Kannst du danach vielleicht wieder schlafen gehen? Das wäre toll, danke. So. Wann kriegt sie eigentlich ihr Baby? Drittes Trimester in 13 Stunden. Oh mein Gott. Das heißt, wir werden das Baby am Mittwoch kriegen. Oh mein Gott, Mittwoch ist auch Heiligabend. Eigentlich wäre es cool, wenn wir über Silvester nach Mount Camaraby fahren würden. Das würde richtig Sinn machen, oder? So ein Winterurlaub. Ich glaube, das machen wir. Okay. So, Ivy, wenn du fertig geschlafen hast, dann. Was machst du denn jetzt? Essen? Ja, okay, meinetwegen. Nimm mir mal ein Gericht. Ist okay.
so vielleicht ein Update nicht gemacht. Aber Streamlabs hatte kein Update. Ich habe eigentlich alle Updates immer gemacht. Ich glaube, der hat gestern sogar geupdatet. Vielleicht ist es auch ein Bug in einem neuen Update, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Updater irgendwie gestern lief. Das Einzige, was ich nicht geupdatet habe, ist mein Programm vom Mikrofon. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass meine Einstellungen dann flöten gehen. Aber damit hat das ja nichts zu tun. Aber ich muss mir das nach dem Stream nochmal anschauen, was da jetzt das Problem ist. Ups. Nicht auf der gleichen Ebene. Achso, das kenne ich schon. Es ist jetzt so viele traurige Moodlets. Vernachlässigte Freundschaft. Ja, Entschuldigung mal, Ivy, du hast deinen Mann betrogen. Also sie liebt trotzdem immer noch ihr Leben, weil sie böse ist. Und sie hat gar keinen Spaß. Dann iss mal schneller auf, damit du wieder schlafen gehen kannst. Ich glaube, sie schläft dann heute aber tatsächlich erstmal auf der Couch. Dann kannst du dich danach gleich mal hier hinlegen und ein Nickerchen machen. Wer hatte jetzt heute nochmal Geburtstag? Ist es schon Flora? Ja. Ich überlege, ob wir Flora vielleicht morgens altern lassen, dass wir ihr irgendwie zum Frühstück einen Geburtstagskuchen schenken. Weil dann könnten wir mit Flora und Charlie zur Highschool gehen. Da hätte ich mega Bock drauf. Das fände ich richtig cool. Ich muss mal eben schauen, ob ich schon eine neue Highschool platziert habe oder ob wir es noch machen müssen. Weil jetzt nur mit Charlie bin ich noch nicht zur Highschool gegangen, aber mit Flora und Charlie zusammen hätte ich schon Lust darauf, einen Tag in der Highschool zu verbringen. Dann müssen wir mal eben schauen. Na Molly, du bist ein Feini. Meine Großeltern lernen heute auch zum ersten Mal die Katzen kennen und die Wohnung. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Die kommen heute Nachmittag zu Besuch. So. Copperdale, da. Ist das die alte Highschool oder ist es schon eine neue? Ich kann das gerade nicht erkennen. Haben wir denn schon mal eine neue platziert oder ist die im Safe-Fall dann vielleicht drin gewesen? Ich bin mir echt nicht sicher. Mal eben schauen. Ich habe auch das Gefühl, mein Spiel braucht heute ein bisschen länger als sonst. Oh, es ist echt schön, dass du noch Großeltern hast. Ich habe sie leider viel zu früh verloren. Oh, das tut mir richtig leid. Das tut mir richtig leid. Ich bin auch sehr froh, dass ich meine Großeltern noch habe. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder in der gleichen Stadt wie die wohne. Ich habe ja vorher halt weiter weg gewohnt. Und ich freue mich, dass die jetzt halt auch meine Wohnung und meine Katzen und so kennenlernen können, weil das kannten die halt vorher auch alles nicht. Und das macht mich dann schon ein bisschen happy, dass die das jetzt auch können. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, auch wenn die beiden wirklich nicht mehr fit sind und meine Mama die auch abholt und wieder wegfährt und so. Ja, aber da bin ich echt dankbar für. Gucken wir mal, was hier gerade so beliebt ist. Die sieht eigentlich ganz geil aus. Kann ich die mal von innen sehen? Ich erkenne einfach gar nichts, habe meine Brille nicht auf. Ich hätte gerne irgendwie so eine, die noch so eine Sporthalle oder so hat. Was ist denn mit der? Das war nicht das Original. Was ist denn das Original? Gucken uns die trotzdem mal an. Das glaube ich dir, genießt die Zeit zusammen. Dankeschön. Ja, die kommen heute Nachmittag zum Kaffee und Kuchen. Also was heißt heute Nachmittag? Ne? Für ältere Menschen ist es ja immer schon ein bisschen früher. Die kommen, glaube ich, um 2:30 oder so. Ja. Oh, das hat eine Sporthalle. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Haben die auch einen Swimmingpool? Ich finde, die sieht ganz nice aus. Die nehmen wir mal. Möbliert. Ich glaube, wir waren jetzt im Stream schon lange nicht mehr in der Highschool. Wir hatten ja schon lange keine Teenager-Kinder mehr. So, zeig mir das Grundstück. Wie sieht's aus? Heute auch irgendwie alles so ein bisschen. Ich glaube, irgendwas ist mit meinem PC. Vielleicht hat mein PC heute einfach Schluck auf. Aber das sieht ganz geil aus. Ah, das hat hier oben sogar so ein
Moment, ich bin noch ein Stockwerk zu hoch. Das hat hier oben sogar so ein Rooftop-Party-Ding. Das sieht ja mega cool aus. Und dann... Oh mein Gott, ist die groß. Okay, dann haben wir hier... Ja, was haben wir hier? Ist das ein Lehrerzimmer oder so? Mit Kicker? Ist auf jeden Fall auch sehr nice. Eine Cafeteria, die sieht auch mega gut aus. Ein Unterrichtsraum. Toiletten, ich glaube, dann kommt die Bibliothek. Ja, dann kommt die Bibliothek. Hier haben wir ein Rednerpult. Hier ist der Schachclub anscheinend. Dann kommt hier unten die Sporthalle. Oh, jetzt habe ich einen Baum angefasst. Halt, stopp, ich will den Baum nicht. Dann kommt hier unten eine Sporthalle, finde ich auch mega cool. Hier ist noch eine Bibliothek. Ach, die Bibliothek geht über 2 Etagen. Oh mein Gott, die Highschool ist so cool. Oh, und hier ist sogar eine Aula. Die Highschool ist mit so viel Liebe gemacht, das ist Wahnsinn. Dann haben wir hier einen Unterrichtsraum, da einen Unterrichtsraum, Toiletten. Das ist eine richtig coole Highschool. Bevor ich jetzt vergesse, wie die heißt, muss ich mir die mal eben speichern. Welche habe ich noch runtergeladen? Die oder die? Ich glaube die. Aber die sieht auch aus, wenn es die gleichen sind. Sieht mega cool aus. Die muss ich mir jetzt einmal speichern, damit ich die hinterher auch wieder finde. Für andere Spielstände oder wenn ich mir das passende Auditorium dann mal runterlade. Okay. Richtig cool. Richtig, richtig, richtig nice. Oh, sogar mit Krankenzimmer. Die haben sogar ans Krankenzimmer gedacht. Und hier ist irgendwie... Ja, was soll das sein? Irgendwie... Eine Garage, wo jemand wohnt? Soll das so eine Hausmeisterwohnung oder so sein? Ich weiß nicht. Sieht fast aus, als wenn hier ein Hausmeister oder so wohnt. Schaukeln, oh mein Gott, die haben sogar Schaukeln und alles hier. Wie toll. Oh, das ist so cool. Ich liebe die Highschool, okay. Perfekt, dann hätten wir das auch. Dann können wir gleich mit den Kids in die Highschool gehen. Mega nice. So. Wo holen wir denn nochmal Glimmerbrook? Ich vergesse das ständig, weil ich nie in dieser Welt spiele. So. Dann müssen wir uns nur darum kümmern, dass die Kids bis dahin gegessen haben und wir auch die kleinen Kinder in den Kindergarten geschickt haben. Wobei, nee, wenn wir eh nicht da sind, macht es gar keinen Sinn, dass die Kinder in den Kindergarten gehen. Dann kann Ivy sich ja auch so um die kümmern. Ja, das ist gut. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber gefrühstückt müssen die haben. Oh, und einen Kuchen müssen wir noch backen. Dann gibt es Kuchen zum Frühstück. 2 Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut. Man muss praktisch denken. Bitte laden Sie schneller. Ich fülle mal kurz mein Wasserglas auf. Nicht wundern hier. Diesen Piepen, habt ihr das auch? Seit das neue Pack rausgekommen ist, das Zusammenwachsen-Pack, habe ich das, dass wenn ich auf manche Grundstücke reise, wo meine Sims wohnen, dass es dann einfach immer piept und ich verstehe nicht warum. Und warum sind jetzt hier alle wach? Was geht hier ab? Bitte geht nochmal schlafen. Ach, du musst ganz dringend pieseln. Ja, Moment. Dann mach das mal eben. Geh mal ganz schnell auf Klo. Was ist mit dir, Flora? Wie geht's dir? Du musst auch so dringend pinkeln. Warum müsst ihr denn alle so dringend pinkeln? Geh du auch mal schnell auf Klo? Nee, du gehst das jetzt nicht zertrümmern. Das ist das Puppenhaus deines Kindes. Lass das in Ruhe, Ivy. Lass das in Ruhe. Du kannst stattdessen mal einen Kuchen backen. Gibt es irgendwie einen Erdbeerkuchen oder so? Oder einen Winterkuchen? Wir haben ja gerade Winter. Das wäre auch ganz nice. Schokotorte, weiße Torte. Was? Oh, Wassermelonensalat haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Matcha-Teekuchen klingt auch geil. Ja, Winterkuchen oder ein Erdbeerkuchen? Dann gibt's den. Den gibt's doch, oder? Regenbogen-Brownies, Auberginen. Kokosnusskuchen ist auch geil. Seit wann gibt's denn eine Matze-Knödelsuppe? Ist die neu? Ist die mit irgendeinem Update gekommen? War das eine Sims-Lieferung? Die sieht ja mega nice aus. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen oder gekocht. Das ist neu, oder?
Zombie-Kuchen, Pilzsuppe. Ach, der Erdbeerkuchen. Das kam mit dem Update. Ah, ja, ich drücke die Sims-Lieferung immer weg und dann macht mein Spiel lieber beim nächsten Mal. Ich vergesse das ständig. So, mach jetzt mal einen Kuchen. Und du, Steve, was machst du? Nee, wir essen gleich Kuchen, Steve. Wir essen gleich Kuchen. Geh mal auf Klo. Geh mal hier auf Toilette. Musst du noch was machen? Nee. Ivy, geh jetzt backen, bitte. Geh jetzt backen. Komm, wir gehen jetzt backen. Ich habe extra den Erdbeerkuchen rausgesucht. Und hallo Jings, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wo war jetzt der Erdbeerkuchen da? Los, Ivy, wir backen jetzt Erdbeerkuchen. Komm. Wir haben mit Dinge zu tun. Komm. Wird gerade wach, weiß ich noch nicht, aber denke gut. Sehr gut, dann wünsche ich dir einen schönen guten Morgen und hoffe, du bist ganz entspannt in den Sonntag gestartet. Ich hatte hier schon ein bisschen Stress mit meiner Streaming-Software, weil irgendwie hat die heute einen Bug, die Verbindung verabschiedet sich ständig, obwohl mein Internet stabil ist. Aber, naja, kann man nichts machen, ne? Ja, ich sehe gerade. Aber wenn ihr jetzt alle hier Frühstückseierlei holt, dann haben wir ein Problem. Was machst du? Ja, okay, meinetwegen. Flo hat ihren losen Zahn verloren. Erinnert mich mal dran, dass ich den dann... Hier ist auch irgendwas wieder kaputt, oder? Das klingt zumindest so. Erinnert mich mal dran, dass ich dann... Ach, der Kühlschrank. Sie heute Nacht den unter ein Kopfkissen legen lasse. Geh mal reparieren. Mitten in einer Midlife-Crisis hat Steve beschlossen, dass Kreuzstich-Arbeiten sein Ding sind. Oh mein Gott, Steve. Ach, Steve ist einfach so ein Cutie. Es tut mir so leid, dass wir ihn umbringen müssen. So, halt. Moment. Bevor hier jetzt irgendwer diesen Kuchen anrührt... Mach mal... Nein. Mach mal kurz Geburtstagskerzen drauf. Damit Flora gleich Geburtstag feiern kann, bevor sie zur Schule geht. Und wir dann oh mein Gott. Verwirrung. In die Schule gehen können. Und hallo Chrissy, wie geht's dir? Happy Sunday. Eigentlich müsste der auslösen, aber ich mach mal kurz den anderen. Okay, eigentlich habe ich Discord auch mit DC. Das hätte auch gehen sollen. Aber da kommst du zum Discord und hier generell zu allen Social-Media-Kanälen. Ja, komisch. So. Jetzt nochmal, Flora. Wir feiern jetzt Geburtstag. Wünsch dir mal was. Und bevor ich es jetzt vergesse, du musst nochmal deinen Gesichtsreiniger auftragen. Wie geht das nochmal? Da. Geh mal Gesichtsreiniger auftragen, bitte. Happy Birthday, Flora! Ich kann es gar nicht glauben, dass sie jetzt auch schon ein Teenager ist. Gefühlt haben wir doch vor 3 Streams erst ihren Geburtstag zum Kind gefeiert, oder? Das ging so schnell rum. Gut, wir haben auch allein 2 Sim-Tage damit verbracht, dass wir versucht haben, einen Sim umzubringen. Aber das ist was anderes. Also, ihr eines Merkmal ist arrogant. Was passt denn dazu? Vielleicht wartungsintensiv, finde ich ganz gut. So ein bisschen was die Sims ein bisschen anstrengender macht. Ihr Vater ist ja Fabian. Fabian Blödmann. Deswegen würde ich... Der Name ist immer noch so geil. Deswegen würde ich denken, dass sie auch ein bisschen so zimperlich oder so ist. Dass sie irgendwie noch... Oder faul. Ich glaube, oder chaot. Isabel, weißt du noch, was für Merkmale Fabian hatte? Das war ja den Sim, den du eingelöst hast. Vielleicht chaotisch oder so? Ich glaube, unberechenbar war er auch, oder? Ja. Schwierig, ne? Ich weiß es auch nicht mehr. Wir können sie... Oder Partylöwin könnten wir auch geben. Weil das passt dann vielleicht ein bisschen zu ihrem Vater. Und dann kriegt sie noch... Chaot auf jeden Fall. Okay, dann kriegt sie noch Chaot. Und hier kriegt sie dann dieses Partybestreben von den Teenagern. Moment. Intensives Leben. Oder ist das schon was... Nee, ich glaube, das hat schon ihr Bruder. Bewunderte Ikone. Soll sie eine Ikone werden oder soll sie ein Drama-Lama werden? Was findet ihr besser? Drama-Lama oder Ikone? Für Flora. Sie sieht im Vorschaubild unten übrigens schon richtig süß aus. Da werden wir auf jeden Fall was draus zaubern können. Ah, Flora ist jetzt eine Magierin. Du kannst dir ihr Zauberbuch ansehen, indem du ihre Vorteilsleiste öffnest oder auf den Button in diesem Fenster klickst.
Habe ich die Benachrichtigung bei Charlie auch bekommen? Eine Ikone? Okay, dann machen wir die Ikone. Haben wir die Benachrichtigung bei Charlie Junior auch bekommen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber er ist doch auch ein Magier, dachte ich. So, das ist jetzt Ikone, ja. Mir geht's super und dir, das freut mich, Chrissy. Ja, mir geht's auch super. Ich bin ein bisschen sehr genervt. Oh mein Gott. Iconic. Ich bin ein bisschen sehr genervt von meiner Streaming-Software, weil der Stream schon zweimal abgebrochen ist und irgendwie kriege ich auch keine Follows und nichts hier angezeigt. Das ist einfach ein bisschen belastend, aber ja, kann man nichts machen, ne? Also, das, sie ist auf jeden Fall eine Zauberin. Aber er doch auch. Ja, er auch. Okay. Dann wollen wir mal in Cass hüpfen mit der guten Cass. Full Edit. Ups. Mode. On. Aber sonst geht es mir eigentlich auch ganz gut. Ich freue mich sehr darauf, dass meine Oma und Opa heute zu Besuch kommen. Die lernen dann zum ersten Mal meine Wohnung und meine Katzen kennen. Das finde ich auch mega. Ich glaube, ich muss erstmal kurz in Live-Modus. Sie sieht so süß aus. Sie ist so schön. Also man kann über Fabian sagen, was man will, aber er hat wirklich gute Gene weitergegeben. Hatten wir nicht noch ein Kind von ihm? Freya. Freya ist ja auch sein Kind. Ich bin auch gespannt, wie Freya aussieht, wenn sie ein Teenager ist. Weil Fabian, er war belastend. Es war einfach belastend, aber seine Gene sind richtig gut. Wo ist er denn? Wo ist sie denn da? Wollte ich auch eben sagen, sie ist schon eine hübsche. Ja, und ich habe noch nie mal Sisi drauf geklatscht. Mein Spiel ist auch maximal am struggeln heute. Was ist denn hier los? Okay, sie hat komische Lashes, aber daran können wir arbeiten. Sie hat auch schon einen Skin drauf, der ihr eigentlich ganz gut steht. Was haben wir hier? Ah, das ist ihr Skin. Was macht er denn? Oh, mit so Sommersprossen. Das ist ja süß. Oh. Ich sehe hier aber gerade gar keinen Unterschied, außer dass die Sommersprossen mal da sind und mal nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das hier verändert. Seht ihr da einen Unterschied? Ah, über den Augen, das ist der Unterschied. Und hallo Leni, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ach so. Ah, ich verstehe, glaube ich, oder? Ich glaube, ich verstehe. So? Oh, das ist auch komisch. Eigentlich ist sie schon eine süße Maus, so. Mal gucken, wo hier die Lashes herkommen, von welchem Skin. Ah, da war's. Wie, was hatte sie denn hier bekommen? Ach, das waren die komischen Lashes, gut. Was ist denn mit denen? Die sehen auch ganz cool aus. Ne, wir nehmen ein bisschen leichtere. Ja. Mir geht's gut, danke Nachfrage. Sehr gerne. Es freut mich sehr. Habt ihr eigentlich irgendwas Schönes geplant heute am Sonntag? Chat, was macht ihr so Schönes heute? Bei mir kommen ja heute Nachmittag meine Oma und Opa. Ja, aber mehr habe ich nicht vor. Heute Abend will ich mich nochmal diesem schrecklichen Minecraft-Haus widmen. Sie sieht so süß aus. Oh mein Gott, ich liebe Flora. Sie ist einfach so schön. Ich finde, ihre Augenbrauen passen eigentlich auch schon. Das Spiel hat ihr direkt meine Lieblingsaugenbrauen gegeben. Ich muss heute Abend arbeiten und gleich noch kochen. Oh nein, ich hoffe, dein Arbeitstag geht dann schnell rum, Chrissy. Sie ist so schön. Ich komme gar nicht drauf klar. Wie hübsch ist bitte dieser Sim? Was haben wir denn hier so für Haare? Nee, ich fand sowas, was sie hier oben hatte, schon ganz gut. Was haben wir hier? Oh, ich liebe ja die neuen Haare von, ich glaube, Sims Trouble ist es. Moment. Also ich glaube, so neu sind die auch gar nicht, aber die waren jetzt kostenlos halt verfügbar. Vorher waren die nur für Patreon. Oh, Kunstwollen ist auch immer gut. Ja, aber ne, die Haare sehen nur an Jenny Iconic aus. Danach habe ich, glaube ich, nie wieder Sims die gegeben. Jetzt hör auf zu zaubern. Oh, das wird mich jetzt schon wieder abfacken. Ich sehe schon wieder kommen. Oh, das ist eigentlich für die Legacy Stories Challenge gar nicht schlecht. Aber ich wünschte, es gäbe die auch so in Balayage oder so, dass sie nicht komplett die Farbe haben. Ja, das ist ein bisschen schade. Nee. Okay, never mind. Gucken wir mal eben. Wo waren jetzt die Sims Trouble, wollte ich euch zeigen. Oh, was haben wir hier?
Nee, also irgendwie sah sie mit ihren ersten Haaren schon am besten aus, habe ich das Gefühl. Aber falls ihr irgendwas seht, was euch gefällt, dann schreit mal ganz laut. Hier, jetzt kommen wir in die Sims Trouble-Richtung. Moment, wo waren denn die Haare? Diese neuen, die hinten so einen geflochtenen Zopf haben, die finde ich so unglaublich schön. Die Haare sind auch toll, aber die erinnern mich jetzt jedes Mal an Jolene aus der Crybaby Wimps Challenge. Ich glaube, die hat ja Jolene, oder? Oder nicht? Oder hat sie die? Nee, vielleicht hat sie auch ganz andere Haare, ich weiß es nicht mehr. So, alles nicht der Vibe. Die sind auch schön an ihr. Ach nee, das sind Jolines Haare. Ach so, ja, richtig, das sind die. Aber ich glaube, welche meine ich denn? Ich meine die hier. Ich finde die so schön. Die sind relativ neu, also dadurch ist, die sind relativ neu kostenlos, das wollte ich sagen. Und ich finde die so geil. Die sind einfach so schön. Aber ich weiß nicht, ob das der Vibe ist, den ich bei ihr sehe. Ich weiß eh noch nicht, welchen Vibe ich überhaupt bei ihr sehe. Nicht viel nach der gestrigen Spätschicht den Tag genießen. Oh, du hattest Spätschicht. Dann hoffe ich, dass du dich heute gut erholen kannst und ein bisschen Kraft für die nächste Woche tanken kannst. Hallo? Bitte ändern Sie die Haare. Hä? Mein Spiel hasst mich heute auch. Hä? Also irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Naja. Wenn meine Eltern und meine kleine Schwester fährt demnächst auf Klassenfahrt. Oh, wie süß. Ist das ihre erste Klassenfahrt oder hat sie schon mal eine Klassenfahrt mitgemacht? Ich finde so, die erste Klassenfahrt ist auch mal richtig aufregend. Ich war zumindest damals richtig aufgeregt. Ich weiß einfach nicht, was wir ihr geben sollen. Hier ist nochmal was von Kunstwollen. Nee. Was haben wir hier? Ach nee, da ist das Kopftuch auch bei. Okay. Sind nur 4 Stunden und macht total Spaß, deswegen passt das schon. Okay, ja, das ist gut. Solange die Arbeit Spaß macht, das ist das Wichtigste, dass man da gerne hingeht. Ich bin im Einzelhandel tätig, aber morgen geht es in der Früh um 8 gleich weiter. Oh nein. Dann hast du ja auch gar kein richtiges Wochenende gehabt in dem Sinne, sondern nur einen Tag dazwischen frei. Aber ich hoffe, du hast dann bald einen freien Tag und kannst dich dann noch ein bisschen erholen. Nee, ich hätte gerne eher ein bisschen längere Haare für sie oder sowas. Die finde ich eigentlich auch cool, so vom Prinzip her, weil ich mag den. Ja, gut, jetzt auch nicht. Aber auf dem Vorschaubild mag ich den Zopf, so wie er ist. Aber von vorne mag ich den nicht so gerne. Alles schwierig gerade. Die waren vielleicht gar nicht so schlecht, aber die sehen ein bisschen aus. Nee, das ist ja die Frisur, die sie als Kind hatte. Nee, das ist doof. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Die Haare sind immer das Schwierigste. Die habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Catch mich jetzt aber auch nicht so. Die holen mich jetzt nicht so ab. Na, Molly? Welche Haare fandst du am besten, Molly? Molly ist das egal, hat sie gesagt. Oh, die habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt, glaube ich. Die sind eigentlich auch schön. Oder sind die zu lang für sie? Ist es zu lang? Weil ich finde die eigentlich ganz hübsch. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht too much ist. Nee, die stehen komisch ab. Hatte ich die eben schon probiert? Ah ja. Ist das too much? Ich glaube, wir probieren es erstmal so. Guck mal eben, was sie anziehen kann. Bitte hör auf zu zaubern. Ich muss mir echt diese Mod runterladen, dass die Zauberer nicht ständig im Kass rumzaubern. Weil jetzt, wo wir so viele Sims haben, weil gefühlt sind alle von Evies Kindern einfach Magier, da wird mich das auf Dauer richtig, richtig nerven. Da werde ich hier richtig, richtig Hass kriegen auf meine Sims. Wenn jetzt jeder Sim beim Umstyling plötzlich anfängt zu zaubern.
Es geht schon, ist ja nicht jeden Samstag so. Mich macht es nur manchmal traurig, dass ich dann nichts mehr mit meiner Tochter machen kann, da sie dann schon schläft. Oh, ja, das verstehe ich gut. Aber macht ihr dann heute was? Also habt ihr dann heute noch die Chance, was gemeinsam zu machen? Oder habt ihr dann auch einen anderen Tag in der Woche, wo ihr was macht? Hm, vielleicht so ein Pulli. Oder in so einer Farbe, die zu ihren Augen passt. Hm, vielleicht ist auch ein bisschen viel blau jetzt, wenn wir eine andere Hose nehmen. Nee. Ich mag die Hosen von Clumsy Alien immer ganz gerne. Wo sind die denn? Was haben wir hier? Nee. Oh nee. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch in-game habe. Die Hose finde ich eigentlich ganz cool für sie. Was haben wir denn da so für Farben? Können die in Weiß nehmen? Die wird es aber auch in Schwarz geben. Ist Schwarz too much? Ich glaube, man muss das Oberteil eine andere Farbe haben. Oder so braun. Wir können ihrem Outfit auch so einen Beige-Touch geben. Moment. Sonntag ist immer unser Tag, nur hat sie seit gestern Ohrenschmerzen. Oh, und ist sehr verschnupft. Ansonsten, wenn ich freie Tage habe, gehen wir immer raus. Oh nein, dann gute Besserung an sie. Ich hoffe, die Ohrenschmerzen gehen bald weg. Ohrenschmerzen sind echt so mit das Schlimmste, was es gibt. Wirklich, also die knocken einen ja komplett aus. Deswegen, ich drücke echt die Daumen, dass es ihr bald besser geht. Gute Besserung auf jeden Fall an sie. Und ich hoffe, dass ihr dann auch bald wieder was unternehmen könnt. Weiß? Also ich weiß ja nicht, ob das so der Vibe ist, den ich ihr eigentlich geben wollte. Vielleicht verrenne ich mich da auch gerade in irgendwas. Ich suche jetzt erstmal Schuhe raus. Ihr Zimmer müssen wir gleich auch noch kurz umgestalten. Und dann kann es in die Highschool gehen. Wo haben wir denn die ganzen Sneaker? Also die hätten wir im Angebot. Gefühlt hat sie voll die großen Füße. Bei Charlie Jr. habe ich mich letztens noch beschwert, dass er so kleine Füße hatte. Und sie hat voll die großen. Aber jetzt kommt es auch nur von den Schuhen. Nee, die Schuhe sehen genauso aus. Oder solche, so Chucks, sind jetzt für den Winter vielleicht gar nicht so schlecht. Und die Knöchel nicht freiliegen, okay. Hast du recht, ich hatte das Kind auch ständig und sehr viele Operationen. Oh. Oh, sogar mit Operationen. Okay, krass. Heftig. Das hatte ich zum Glück nie. Aber das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Also wirklich weiterhin gute Besserung. Das könnten wir dann mal für Ohrringe geben, solche. Ich weiß halt noch nicht mal, wie ihr Outfit aussehen soll für das. Oder so? Ja, okay. Dann muss ich ihr nur den Schmuck gleich wegnehmen, aber wir geben ihr mal ganz kurz einen Lippenstift für ihr Abendoutfit. Das ist immer so ein bisschen schade mit den Lashes, den Hautdetails, dass man dann keine Ringe mehr anziehen kann, weil das bei mir immer clasht. Und ich weiß auch nicht, ob es da mittlerweile ein Update für gibt von Kijuku von den Lashes oder ob das immer weiterhin so ist. Verändert sich überhaupt was an der Intensität? Ja, so ein bisschen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Brini Maus. Vielen, vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Und danke dir nochmal für dein Follow. Und ich wünsche dir einen wunderschönen freien Tag und einen schönen restlichen Sonntag. In Deutschland würde ich kein Arzt mehr mein Kind lassen. Was ich in den letzten Jahren herausgefunden habe, lässt dir die Haare zu Berge stehen. Echt? Echt? Wieso das? Was ist denn passiert? Das klingt ja gar nicht gut.
könnten ihr auch noch so ein bisschen Blush geben. Fällt mir gerade auf. Krass. Hallo? Irgendwie mein Spiel ist heute auch so am struggeln. Ich glaube, das ist mein PC. Aber ich weiß nicht warum. Damit sieht sie direkt so ein bisschen frischer aus. Ist vielleicht ein bisschen too much? So. Mhm. In Deutschland wird nur Geld gemacht, aber nichts mehr gesund. Und das hinter... Achso, weil Deutschland 10 Jahre in der Medizin hinterherhinkt und das hinter Indien. Echt? Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich einfach gar nicht. Krass. Aber ich finde es auch immer heftig, wie lange man braucht, um irgendwie bei Fachärzten oder so einen Termin zu kriegen. Und hallo Twitch Gamer. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? In Indien gibt es kein Diabetes 2 mehr. Echt? Was ich manchmal so in Krankenhäusern sehe, ich würde nur im absoluten Notfall ins Krankenhaus gehen. Ja, wobei ich sagen muss, also da geht's ja auch noch schlimmer. Also ich war mal in, wo war das denn? In Budapest im Krankenhaus und das hat echt allem die Krone aufgesetzt. Das war so schrecklich. Und dann musste ich danach noch in Deutschland ins Krankenhaus und die mussten alles nochmal machen, was die in Budapest gemacht haben, weil die mich da auch behandelt haben mit Methoden, die einfach richtig, richtig veraltet waren. Oh, die Farbe steht ihr mega gut. Was haltet ihr von dem Outfit, von dem Kleid? Ich finde, das schmeichelt ihrer Figur richtig. Und es passt zu ihren Augen. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Weil es nämlich heilbar ist. In Deutschland natürlich nicht, weil es ja Geld bringt. Wie behandelt man denn das dann in Indien? Oder also wie heilt man das in Indien? Vielleicht können sie auch ein paar Nägel haben. Moment. Hör jetzt auf zu zaubern. Ich krieg gleich die Krise mit dir. Steh jetzt still. Sonst sehe ich keine Nägel hier. Hier gibt es nur in 2 Farben. Ja, schwierig. Oder so. Jetzt natürlich was erwischen, was zu ihrem Outfit passt. Einer 2-monatigen Umstellung der Ernährung. Und das reicht? Echt? Wie funktioniert die Ernährung denn dann? Krass. Heftig. Wusste ich einfach gar nicht. Was trägt sie denn da jetzt? Du bist doch kein Alien. Ich gebe jetzt mal ganz kurz überall die Nägel. Ich sehe schon, da kommen gleich wilde Outfits auf uns zu. Ich bin kurz unterwegs, aber lass den Stream noch laufen. Alles klar, Leni. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Du weißt, was Diabetes ist? Ja. Und D23 heißt nur, dass deine Bauchspeicheldrüse nicht mal richtig funktioniert. Also ich kann da leider nicht so viel zu sagen. Ich habe da halt echt keine Ahnung von. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Also Isabel und Jungs, ich kann da leider nicht so viel zu beitragen. Warum gehen denn die Nägel jetzt nicht? Also so langsam kriege ich mit meinem Spiel hier auch die Krise. Ja, dann hast du halt da keine Nägel, Pech gehabt. Das stimmt, manchmal holen wir Patienten aus dem Ausland zurück. Die hätten sich das Krankenhaus auch sparen können. Wie meinst du das, Charles? Wie meinst du das? Ich lebe in Deutschland, gehe in Deutschland zum Arzt und bin gesund. Same, Nina. Same. Also, ich kann mich nicht beschweren, tatsächlich. Und erstmal dir auch Happy Sunday. Schön, dass du da bist. Ich kann da halt auch nicht so viel zu sagen, weil ich mich mit sowas noch nie beschäftigen musste, mit irgendwie Diabetes oder so. Weil toi toi toi, ich klopfe auf Holz, ich bisher keinen Diabetes hatte, das ist ja ein wildes Outfit hier. Was haben wir denn stattdessen? Such mal nach einzelnen Sachen. Selbst durchlebt, Freund hatte Diabetes 2 und ist da in eine Klinik und nach 2 Monaten die Kur durch und nie wieder. Meine Tochter hatte es. Okay, das ist heftig. Vielleicht muss ich mich damit mal beschäftigen, weil ich kann halt wirklich gar nichts leider gerade dazu sagen. Weil ich davon vorher noch nie gehört habe, dass es in anderen Ländern behandelbar ist. Und danke, Nina. Dankeschön.
Wenn es nur eine Umstellung tun würde, warum tut das dann nicht jeder, der Diabetes hat in Deutschland? Dafür bräuchte ich ja keinen Arzt. Hallo Fliegeente. Hallo, happy Sunday. Ja, also ich muss sagen, ich finde das Thema so an sich sehr interessant, aber ich kann das jetzt halt auch nicht wirklich weiter moderieren, weil ich da halt nicht genug Insights zu habe, um da irgendwie fundiertes Wissen weiterzugeben. Also ich weiß jetzt halt nicht, was da stimmt und was halt nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Meine Tochter seit ihrer Geburt hatte stellt nicht. Ja. Und Banani Honey, vielen Dank dir für deinen Follow. Schön, dass du da bist und happy Sunday. Bin neu hier, das freut mich sehr. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Genau, und das, was Nina sagt. Also wenn Mod sagt, dass die Diskussion zu Ende ist, dann ist die Diskussion auch zu Ende. Ja, also ihr könnt dann gerne auch irgendwie im Discord oder so halt noch euch austauschen oder privat halt untereinander Flüsternachrichten oder so schreiben. Aber da ich dann jetzt auch nicht wirklich das weiter moderieren kann, weil ich da nicht genug Ahnung für habe, ja. Aber im Discord oder so könnt ihr gerne privat und noch weiter mitschreiben oder halt in Flüsternachrichten. Man braucht ja keinen Stress im Chat, das, was Nina sagt, ja genau. Nein, links, das war jetzt auch gar nichts gegen dich. Also das hätte Isabel auch bei jedem gemacht, nur es muss dann irgendwie auch für jeden noch in Ordnung sein, dass jeder da irgendwie sich noch mit wohlfühlt. Und dass da irgendwie, also, ja, dann bin ich hier weg, lass mit. Ist in Ordnung, ging es. Also wir wollten den Mund nicht verbieten. Es geht nur einfach darum, dass nicht jeder dann irgendwie hier in der Diskussion was dazu beitragen kann oder was dazu sagen kann. Und wenn halt Isabelle als Mod dann sagt, dass die Diskussion dann an der Stelle beendet ist und dass die privat halt weitergeführt werden kann, dann ja, dann ist das das Urteil meiner Mods und da stehe ich auch hinter. Also ich stütze Isabelle da auch. Nee, darum geht es gar nicht, dass Isabelle da nicht mitreden kann. Es geht da generell dann, dass Isabelle die Entscheidung für den Chat trifft. Wir hatten zum Beispiel mal einen Patienten, die nach 3 Wochen den gleichen Gips am gebrochenen Bein. Dann musste dann im deutschen Krankenhaus erstmal chirurgisch entfernt werden. Ja, so ähnlich war es bei mir nämlich auch. Also, ja, jetzt nicht mit gebrochenem Bein, aber ich wurde in Budapest halt wegen einer Wunde am Knie. Oh mein Gott, was ist denn da los? Wegen einer Wunde am Knie behandelt und die haben das halt komplett falsch gemacht und in Deutschland musste der Arzt das alles nochmal aufmachen und das war mega der Pain, weil das eigentlich schon seit 2 Wochen am Heilen war und deswegen habe ich da auch voll die Narbe von, weil die halt das, was in Budapest gemacht wurde, nochmal komplett aufmachen mussten, weil die da halt alte Methoden verwendet haben und deswegen mein Knie, also mein linkes Knie sieht wirklich entstellt aus deswegen. Glarney. Liebe Floras Haare, sieht bei dir so schön aus, dass man selber überlegt, Sims 4 zu spielen. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, von welchem Creator ihre Haare gerade sind, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde die auch mega schön. Ich bin aber gerade heute ein bisschen genervt. Ja, okay, ich weiß es gerade wirklich gar nicht, von wem die Haare sind. Ich bin heute nur ein bisschen genervt von meinem Spiel, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, es ist viel mehr am Lecken als sonst. Und ich verstehe nicht, warum. Und hallo Simholic, vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist. Jungs, ich sehe gerade, dass Isabel die ganzen Nachrichten auch löscht und ich würde dann auch bitten, dass die Diskussion dann wirklich an dieser Stelle beendet ist. Also, okay, gut, Isabel hat Jungs gesperrt, alles klar. Isabel schwingt den Bannhammer. Danke, Isabel, dass du den Chat moderierst. Also, es ist gar nicht, dass irgendwem hier die Meinung verboten werden soll oder dass nicht jeder irgendwie hier äußern kann, was seine Meinung halt ist. Aber wenn dann ein Mod oder ich halt sagt, dass die Diskussion zu Ende ist, weil man nicht mehr viel dazu beitragen kann oder weil ich halt das auch nicht moderieren kann, weil ich nicht das Wissen in dem Fall über zum Beispiel Diabetes habe, dann seid ihr natürlich frei, die Diskussion unter euch halt weiterzuführen und vielleicht in Flüsternachrichten oder privat euch über Discord oder Instagram auszutauschen. Aber dann würde ich auch bitten, dass die Meinung meiner Mods oder halt mir dann respektiert wird, damit es halt auch für alle irgendwie hier ein Safe Space sein kann und wenn dann irgendwie
Ja, also ich möchte nicht, dass dann irgendwer hier angegriffen wird und dem dann gesagt wird, ja, dass man halt keine Ahnung hat oder dass man halt nur dann die Diskussion beendet, weil Isabelle in dem Fall halt das Wissen nicht hat oder so. Also, ach, wir sind gerade beim Party-Outfit. Was mache ich hier eigentlich? Das bin ich auch schon komplett verwirrt. Ja. Dein Name ist individuell und prägt deine Geschichte. Sie ist so. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Aber ich wurde schon so häufig darauf angesprochen. Und das ist halt mega nervig, wenn man dann irgendwie kurze Hosen oder Röcke oder so trägt. Und jeder ist so: Oh mein Gott, was hast du da am Knie gemacht? Das sieht ja heftig aus. Ja, da wurde ich falsch genäht, danke. Weil das, also eigentlich war der Unfall halt an sich auch gar nicht so tragisch. Ich bin halt irgendwie falsch aufgetreten und bin dann so eine Böschung runtergefallen. Das war halt nicht schlimm. Es war halt so ein Weg, der erhöht war. Und da ging halt so. Wie nennt man das denn? So ein Hang halt runter und da bin ich halt dann runtergefallen, habe mir das Knie halt aufgeschürft und das war halt relativ tief und deswegen musste das eben genäht werden und die haben das in dem Krankenhaus leider nicht so korrekt gemacht und deswegen musste der Arzt in Deutschland das halt alles wieder aufmachen und dadurch ist halt diese fette Narbe entstanden. Also es hätte halt auch ohne gegangen, es wäre halt auch ohne gegangen, sagen wir es mal so. Ich habe gerade Popcorn geholt. Und hallo Sandy, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Dann sollte man auch Standpunkte anderer Leute akzeptieren können, auch wenn der anders ist. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Also ein konstruktiver Austausch ist ja auch in Ordnung. Oder wenn irgendwie, ich kann ja auch noch was lernen. Also es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, oh mein Gott, alles, was ich nicht weiß, will ich nicht wissen, so ungefähr, sondern halt darum, dass es konstruktiv und höflich bleiben sollte. Und wenn halt ich oder meine Mods dann merken, dass es ausartet, dass es auch nicht mehr dann höflich ist, die Konversation, dann. Ja, wenn wir euch dann bitten, das zu unterlassen oder zu beenden, dann wäre es auch schön, wenn das dann respektiert wird. Quatsch, darum geht es gar nicht, für mich auch nicht angegriffen oder so. Ich glaube, die Person hätte sich nur noch mehr reingesteigert. Das ist nicht Sinn des Streams. Ja, genau. Also soll sich auch jeder hier wohlfühlen. Streamst du noch länger oder heute noch ein zweites Mal? Ich bin gleich für circa 2 bis 3 Stunden weg, beziehungsweise im Lurk. Ich streame heute. Bis wann streame ich denn? Ich muss mal ganz kurz denken. Ich streame heute. Ja, wahrscheinlich nur noch so 2 Stunden maximal. Nee, warte kurz, 12. 1,5 Stunden, denke ich. Also, dass ich heute auf 3 Stunden vielleicht komme, weil, also erstens, mein Spiel ist komplett am Struggle. Ich muss mich mal damit beschäftigen, was das Problem mit meinem PC heute ist. Und meine Oma und Opa kommen heute zu Besuch. Heute Nachmittag, also frühen Nachmittag. Die kommen so gegen 2:30. Deswegen streame ich dann heute leider kein zweites Mal. Aber nächste Woche. Nächste Woche wieder. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dann im Lurk, beziehungsweise bei dem, was du machst. Ich frühstücke gerade. Was frühstückst du denn leckeres, Sandy? Mir geht's auch ganz gut, bis darauf, dass mein PC heute irgendwie nicht das macht, was er soll. Also ich sehe auch in Streamlabs nachträglich nicht, wer mir gefolgt ist. Was hat sie denn da jetzt auf dem Kopf? Warum ist das da rot? Kann ich mir mal ganz kurz die Accessoires auf deinem Kopf angucken? Was ist denn da los? Hä? Ach so, das war ein Hut. Okay. Ja, also das ist so ein bisschen nervig gerade und ich weiß halt nicht, woran es liegt, aber ja, müssen wir jetzt irgendwie durch. Mein Stream hat sich auch schon zweimal selber beendet und ich weiß nicht warum, aber wir kriegen das hin. Nächstes Mal dann hoffentlich wieder ohne technische Probleme. Ihr steht blau halt so gut, aber ich will jetzt auch nicht überall blau geben. Aber steht ihr halt schon wirklich gut. Das ist auch süß. Oder rosa? Zakabra. Ta. Streamlabs spinnt bei mir leider des Öfteren auch. Wirklich, weil ich habe das noch nie gehabt. Also ich habe das schon zu Anfang des Streams, dass ich mir dachte, okay, komisch, mein Stream Deck reagiert halt nicht. Ganz zu Anfang hat es halt reagiert, bevor ich den Stream gestartet habe. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also Spiel, also langsam, langsam ist aber genug hier mit diesen ganzen wilden Sachen. Als ich den Stream gestartet habe, hat dann plötzlich mein Stream Deck aufgehört zu reagieren, wo ich mir auch dachte, okay, danke für nichts, Streamlabs. Und dann war mein Stream vorhin schon zweimal komplett weg. Und irgendwie, ich sehe keine Follows, ich sehe gar nichts. Es ist einfach ein bisschen tragisch heute. Die sehe ich dann halt nur, weil die Alerts halt auslösen und ich dann auf dem Bildschirm ganz schnell mitlesen kann. Aber ja, weiß ich auch nicht, was da jetzt das Problem wieder ist. Es ist ein bisschen der Wurm drin. Also ich dachte auch erst, dass mein LAN-Kabel wieder Faxen macht, weil das ja am, wann war denn das? Donnerstag dachte ich kurz, es wäre kaputt. Aber war es dann nicht. Deswegen dachte ich erst, dass das das Problem ist. Aber mein LAN-Kabel ist es nicht. Das ist verbunden und das läuft. Also scheint es irgendwas mit Streamlabs zu sein. Ich muss nach dem Stream mal schauen, ob ich da ein Update oder so machen kann. Weil so ist es halt super nervig. Aber ich habe das vor dem Stream halt auch nicht bemerkt, dass da irgendwas ist, weil
ja, vorm Stream kam ja offensichtlich keine Benachrichtigungen rein. Deswegen schauen wir einfach mal, wie weit wir hier kommen, ohne dass ich einen Nervenzusammenbruch kriege. Und ich habe auch das Gefühl, mein Spiel ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen mehr laggt als sonst. Aber ich kann euch leider auch nicht sagen, woran es liegt. Ja, müssen wir jetzt einfach mal, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Hier steht alles, ja. Ja, ja, sie ist eigentlich eine süße Mausi tatsächlich. Mm, Brötchen, O-Saft, Kaffee, Käse, Marmelade und Lachs. Boah, das ist ein richtiges Sonntagsfrühstück. Richtig lecker. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Und wenn du das so erzählst, bekomme ich auch Hunger. Ich habe vorhin, was habe ich denn vorhin gegessen? Ich habe auch Toast gegessen. Zwei Toast. Und Kaffee. Ja, mein Kaffee ist jetzt auch schon leer. Und hallo Sandra, wie schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's? Wie war dein Wochenende bisher? Ich habe im Hintergrund immer Twitch Stream Manager offen. Ja, den habe ich auch offen. Der ist tatsächlich auch offen, der Stream Manager. Den kann ich da schauen, falls Streamlex zickt. Ja, 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 stimmt, da kann ich auch schauen. Aber es ist halt trotzdem nervig. Ist halt trotzdem nervig. Vor allem, weil mein Streamlabs halt noch nie so gezickt hat. Was ist das denn? Seit wann ist das neu? Ach, ist das die Bergsteiger? Ach, ist das das Bergsteiger-Ding, ne? Ah, so. Ja, okay, aber das brauchst du ja jetzt nicht. Was haben wir denn da so? Wir könnten hier auch so ein Outfit anziehen, wenn das generiert wird, ja. Oh ja, wir könnten sowas machen. Und dann kriegt sie dazu diese neuen Ugg-Boots, die ich runtergeladen habe. Ich habe nämlich ganz viele von denen von, ich glaube, Madeline hat die. Hat Madeline die alle veröffentlicht? Nee, die sind von Sunberry, aber Madeline hat auch solche gemacht. Und die sehen so ein bisschen aus wie Ugg-Boots. Hier gibt es auch noch welche mit Fell. Ja, aber ich fand die höheren besser. Die höheren sahen besser aus. Aber es gibt jetzt uns auch noch die. Die oder die? Ich glaube, ich nehme sogar die. Hm. Fliegeente im Bett liegen ist auch super. Und hallo, Random Person ist online. Ich bin neu hier. Was macht ihr Schönes? Wir spielen die Black Widow Challenge. Wir sind gerade, also das hier ist unser Hauptsim, die gute Evie. Das hier ist ihr Ehemann Nummer 3 und wir sind gerade dabei, die Teenager-Tochter Flora umzustylen. Die ist das Kind von Ehemann Nummer 2. Ich bin echt froh, dass wir gesagt haben, wir benennen die Kinder mit dem Anfangsbuchstaben nach ihren Vätern, weil das erleichtert das Leben. Also jetzt weiß ich immer, wer der Vater war anhand der Anfangsbuchstaben. Deswegen, das ist Kind von Ehemann Nummer 2. Und sie ist zum Teenager geworden und wir stylen sie gerade um, weil wir dann mit ihr und unserem anderen Teenager-Sohn, dem guten Charlie hier vorne, in die Schule gehen wollen und einen Schultag erleben wollen. Ja, ich glaube, ich mache so kurz ein Bild für einen Stammbaum von ihr. Und ansonsten ist, hör auf zu zaubern, ich krieg gleich die Krise, hör auf jetzt. Steh still. So, danke. Ansonsten, was ist noch passiert? Unser Sim ist schwanger. Sie kommt, glaube ich, heute ins dritte Trimester, meine ich. Das heißt, wir kriegen dann Kind Nummer 5. Aber zum Glück sind zwei unserer Kinder mittlerweile Teenager. Also es ist handelbar. Die anderen beiden sind Kleinkinder. Und dann wird jetzt halt noch ein drittes Kind geboren. Nee, ein fünftes Kind geboren. Es piept auch einfach nur schrecklich. Jedes Mal, wenn wir auf dieses Grundstück laden, ich verstehe nicht, warum. Ja, und that's it. Wir warten jetzt darauf, dass die Schule gleich beginnt. Hier ist auch schon wieder irgendein Kind unglücklich. Ich kann ja eben kurz die Sims zeigen. Also das hier ist Evie. Moment. Ja, das ist Evie. Sie hat gerade eine sehr schwere Phase mit ihrem Ehemann Steve. Steve ist bisher tatsächlich der netteste ihrer Männer gewesen, aber er wird auch nicht mehr lange leben, weil er hat herausgefunden, dass Evie ihn betrogen hat. Deswegen ist die Liebesleiste von den beiden halt auch sehr gering, weil Evie jetzt von einem anderen schwanger ist, nämlich von Adam. Moment. Ehemann Nummer 4. Das wird Ehemann Nummer 4. Das ist der gute Adam. Und das sind Evies bisherige Kinder. Das ist Charlie Junior. Charlie Junior ist das Kind von ihrem ersten Ehemann Charlie. Dann kam Flora. Flora ist das Kind von Ehemann Nummer 2, von Fabian. Dann kam Freya. Freya war nicht ganz geplant und ist auch das Kind von Ehemann Nummer 2, von Fabian. Und jetzt kam Seth. Seth ist das Kind von Ehemann Nummer 3, von Steve. Und Steve hatte auch noch ein Kind, Jared. Ich weiß gar nicht, ob Jared hier noch irgendwo in den Beziehungsleistungen auftaucht. Den haben wir im letzten Stream umgebracht. Der ist an einem Elektroschock gestorben. Ja,
Jetzt beginnt die erste schwere Phase, da JT schon drüben ist. Oh, rastet Mara jetzt oft aus, weil sie Papa nicht sieht und zu ihm will. Haben tatsächlich jetzt gesagt Mitte, Ende Juli, dass ich doch schon rüberfliege, weil ich glaube, bis Ende August packe ich den ganzen Rage-Mode nicht von ihr. Oh, Sandra. Ach krass, dann drücke ich die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird, jetzt die Zeit noch. Aber hattest du schon für Ende August dann Flüge gebucht und ihr bucht die dann um oder wie macht ihr das dann? Das sind Familienverhältnisse, hör mir auf, Eddie. Ich verwechsel auch die ganzen Sims. Ich sag ständig irgendwie zu allen anderen Namen. Vor allem Steve, zu ihm sage ich ständig Jared. Es ist wirklich schrecklich. Wie viele Ehemänner will man haben? Sie, ja. Ja, also die anderen sind schon tot. Zu meiner Verteidigung. Wir haben natürlich, bevor wir die anderen geheiratet haben, immer die anderen umgebracht. Charlie ist im Piranha-Teich ertrunken. Unser erster Ehemann. Fabian Blödmann, unser zweiter Ehemann, ist anhand einer Überdosis mit der Base-Mental-Mod gestorben. Dann muss man ganz kurz gucken, wo erscheint er denn jetzt? Wahrscheinlich. Achso, Jared ist eben mal im Elektroschock gestorben. Und eine Zuschauerin, die liebe Jenny, hat für Steve eingelöst, dass er beim Bergsteigen stirbt. Das haben wir jetzt schon, ich glaube, vorletzten Stream einmal ausprobiert in Mount Comorabi und leider ist er nicht gestorben. Deswegen müssten wir halt mal gucken, wie wir das am besten machen. Und er ist so lieb. Eigentlich ist er so nett und er hasst einfach gerade sein ganzes Leben, weil sein Sohn ist tot und seine Ehefrau hat ihn betrogen und ist von einem anderen schwanger und das ist einfach gerade nicht leicht für ihn. Also Steve hat gerade wirklich eine harte Zeit und deswegen möchte Ivy ihm die Zeit so ein bisschen erleichtern und wieder zu ihm zurückfinden, indem die in Mount Comorabi Urlaub machen und dann versuchen wieder an ihren Flitterwochen anzuknüpfen, weil da waren die auch in Mount Comorabi, da haben wir schon versucht ihn umzubringen, aber das muss er ja nicht wissen. Und dabei soll er dann sterben, aber ich bin mir leider gerade nicht sicher, wie wir das am besten machen, weil er letztes Mal schon nicht draufgegangen ist. Und Steve, kannst du vielleicht mal Seth baden? So, und irgendwas stinkt dir doch schon wieder. Kannst du danach auch mal das Töpfchen leeren und die Toilette sauber machen, bis der Perfektion polieren. Ich muss ja ganz kurz gucken, ob das den Teenagern jetzt gut geht. Die sind doch alle Magier, das wird auch richtig witzig. Du müsstest mal ganz kurz duschen gehen, Flora, bevor die Schule beginnt. Kannst du es mal eben machen? Wir wollen heute das erste Mal mit in die Highschool gehen. Und sehr gerne, sehr gerne. Also falls ihr Fragen zur Family habt, dann sehr gerne. Ich habe auch, glaube ich, einen Black Widow Command, kann das sein? Aber der Stammbaum ist nicht mehr so aktuell. Ich komme nämlich mit den ganzen Kindern und Ehemännern nicht mehr hinterher. Aber da findet ihr die Regeln und den Stammbaum. Weil das Ziel ist es, 10 Ehemänner zu haben und jedem Ehemann eben das Geld aus der Tasche zu ziehen und auch mit jedem Ehemann ein Kind zu haben. Achso, Entschuldigung, jetzt wird da gerade ein Kind gebadet. Na, dann nimm doch eben die Badewanne. Ja, und das ist ein bisschen stressig. Wir müssen jetzt auch eigentlich wieder an Geld kommen. Also wir hatten jetzt Glück, weil wir einen Simoleon in einen Wunschbrunnen geworfen haben und dann, glaube ich, 6.000 oder 7.000 Simoleons rausbekommen haben, dass wir jetzt wieder gut im Plus sind. Aber es sah schon sehr schlecht aus, die letzten Streams. Wir buchen um, meinten auch, ist kein Problem an sich, wenn wir die gleiche Airline nehmen. Hab aber gesagt, weil ich ja noch eigentlich Mudruns und Marathons mache, dass ich wenigstens ab jetzt im Juli mitnehme und die im August, naja, lasse ich dann alle eben doch aus. Ach so. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, aber krass. Dann ist dein Umzug ja schon viel näher als eigentlich geplant. Heftig. Wie sind denn so deine Gefühle? Also freust du dich oder findest du es irgendwie komisch? Dachte ehrlich, dass wir wegen Freunden von mir auch eben noch im August nochmal eine Party machen, so Goodbye-Style, aber es wird eher nichts. Voll schade, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn das Gefühl, so dann die Family zurückzulassen? Also, ist das nicht auch voll schwer? Weil also bei mir ist es jetzt ja genau andersherum. Ich bin ja gerade wieder in die Nähe von meiner Family gezogen. Was stinkt denn hier jetzt schon wieder? Kannst du bitte mal aufräumen, Ivy? Wir haben die Haushaltshilfe ja gekündigt. Ist die Black Widow bei dir böse und will, dass sie sterben? Ja, genau. Genau, also sie hat auch tatsächlich, warum konnte ich jetzt nicht auswählen, welchem Sim ich folgen wollte? Naja, sie hat auch tatsächlich den Sohn von ihrem jetzigen Ehemann umgebracht, weil der sie dabei erwischt hat, wie sie Techtelmechtel im Leuchtturm mit ihrem potenziellen nächsten Ehemann hatte. Und ich komme schon mit diesen ganzen Familienverhältnissen durcheinander, es ist einfach stressig. Ich weiß schon, warum wir die Black Widow normalerweise schon lange nicht mehr gespielt haben, weil es mich einfach stresst. Normalerweise spielen wir die Legacy Stories Challenge, aber die pausiert jetzt bis zum neuen Pack, weil wir halt gesagt haben, wir möchten, wenn die dritte Generation zum Kind wird, dass sie reiten lernt. Also ich habe das gesagt und Chat hat einfach zugestimmt. Ja, und da die jetzt im nächsten Stream halt schon zum Kind werden würde, haben wir jetzt gesagt, dann pausieren wir die Legacy Stories Challenge bis zum neuen Pack, damit wir das dann eben da so ein bisschen mit anspielen können, sage ich mal. Aber ich glaube, es wird mir nicht reichen. Ich glaube, ich werde auch noch auf YouTube ein Let's Play dazu machen.
Ich sag mal weiterhin, dass die Gründe, warum alle schon sagen, endlich und ja, bin hyped, aber Freunde und Familie wird halt echt gespannt. Sind ja beide eigentlich Family People. Ich meine, jeden großen Feiertag gibt es Familienfeiern bei uns und einmal im Jahr die große Dunford Summer Party wird mir auch fehlen. Ja, das war nämlich auch das, was ich dachte. Also damals, als ich halt aus meiner Heimat weggezogen bin, war das für mich gar kein Problem. Und ich dachte mir so, ja, interessiert mich eh nicht, die Stadt finde ich eh doof und so. Und ich kann meine Familie und Freunde ja sehen, wann ich will, dann fahre ich halt einfach wieder nach Hause und so. Und jetzt war ich 7 Jahre dann in einer anderen Stadt und habe mich gefreut, wieder nach Hause zu kommen, sage ich mal, weil es jetzt einfach was ganz anderes ist. Also meine Familie ist jetzt auch voller Hype, ich sehe die irgendwie gefühlt alle paar Tage. Also allein meine Mama habe ich jetzt Freitag und heute gesehen. Oh mein Gott, ich laufe einfach alle in T-Shirts hier rum, ihr werdet alle erfrieren. Warum kann Flora nicht mit? Ach, weil sie heute offiziell keinen Schultag hat, weil sie heute erst gealtert ist. Nee, Flora, das passt mir jetzt nicht. Du kommst auch mit. Deswegen haben wir dich doch altern lassen, damit du auch hier heute in die Schule gehen kannst. Wo bist du? Ach da, perfekt. Genau, und dann habe ich das jetzt eben gemerkt, dass es eben so schön ist, wieder mehr Zeit mit den Eltern zu verbringen. Ich habe letztes Wochenende meine Großeltern besucht. Die kommen dieses Wochenende zu Besuch. Und man hat auch viel mehr Gelegenheit, irgendwie auch so Streamen zum Beispiel damit zu vereinbaren. Also jetzt streame ich halt und heute Nachmittag kommt trotzdem meine Familie. Und sonst war es halt immer direkt so, wenn ich meine Family sehe, dann bin ich auf jeden Fall das Wochenende halt in der Heimat. Und dann bin ich komplett raus irgendwie für 3, 4 Tage mit Streamen und sowas. Und irgendwie ist es auch viel einfacher, das zu managen. Also jetzt ist zum Beispiel am Dienstag bei meinem Papa nach Feierabend da, weil wir noch Küchendinge gemacht haben, weil ich eine neue Küche ja bekommen habe hier in der neuen Wohnung. Und dann war er, glaube ich, irgendwie von 17 bis 19 Uhr da. Und um 19 Uhr habe ich dann halt trotzdem nochmal gestreamt. Und das erleichtert irgendwie wirklich das Leben, sage ich mal. Also wenn man so ein Hobby hat wie Streamen zum Beispiel, dass man dann nicht irgendwie eine Woche immer raus ist, wenn Feiertage sind. Und generell Feiertage, also ich habe jetzt noch keinen hier erlebt, ich bin ja seit 2 Wochen wieder hier, aber ich glaube, Feiertage werden nicht mehr so anstrengend, weil vorher hatte ich wirklich das Problem, also Problem sage ich mal, dass ich dann ja hier war und alle mich sehen wollten und ich eigentlich ständig von irgendeiner Familienveranstaltung zur nächsten gehetzt bin. Kann ich mir auch normal bei dir vorstellen? So. Und ja, das werde ich glaube ich sehr genießen, dass ich dann auch in meine eigene Wohnung kann, weil das habe ich jetzt auch schon gemerkt, wenn ich irgendwie meinen Papa oder meine Mama besucht habe, dass es halt schön war, dann bei denen zu sein, aber dass ich es halt auch super genossen habe, wenn ich dann die Möglichkeit hatte, auch wieder nach Hause zu gehen und dann den Abend eben noch bei mir zu verbringen. Und meine Katzen sind ja auch mit mir umgezogen. Ach, dich kennen wir schon, das ist ja cool. Ja, also auch wenn der Grund für den Umzug jetzt natürlich nicht der beste war, versuche ich mich auch einfach auf die Vorteile davon zu konzentrieren. Behaupten, dass Tyner ein Pflanzensim ist. Wer ist denn Tyner? Bist du Tyner? Wer bist du? Ach, du bist Tyner. Nee, dann, das ärgert dich bestimmt. Können wir nicht lustig zu dir sein? Witz über Akne machen, Witz über Pinguine erzählen, das machen wir mal. Ja, deswegen versuche ich mich da einfach auf die Vorteile dann zu konzentrieren vom Umzug. Ich liebe deine Hintergründe. Also, Kass, Wartebildschirm alle. Oh, danke schön. Mit meinem Ladebildschirm bin ich tatsächlich noch nicht ganz so zufrieden. Also, meinen Kass-Hintergrund mag ich auch sehr gerne. Aber mit dem Ladebildschirm, da weiß ich noch nicht. Irgendwie ist mir die Sonne so ein bisschen zu präsent und ein bisschen zu dunkel. Da muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht irgendwie einen anderen noch finde. Aber ja, ich finde so Custom-Bildschirme machen halt echt viel aus, wenn der Kass und der Ladebildschirm so ein bisschen, ja, sag ich mal, ansprechender aussehen. Das macht halt echt viel aus. Ich warte auch viel lieber vor so einem schönen Wartebildschirm, als wenn der einfach nur blau ist. So, Flora, wie läuft's bei dir? Warum kann ich auf dich nicht draufklicken? Da. Stellst du dich auch brav vor? Geht so, ne? Ihr müsst euch gleich mal rein. Es ist sehr kalt. Ich wohne auch nur 5 Minuten weg von meinen Eltern. Kann halt nicht ohne Mama. Ja, aber ist doch auch gut. Ist doch auch gut. Mm. Tatsächlich wird es für uns gut. Schlechtes Blau, mein Freund. Aha, ach stimmt, deine. Ja, die sind ja Kanadier, ja. Stimmt. Ja. War kurz weg, habe ich schon was verpasst? Wir haben Flora zu Ende umgestylt, falls du das hast du ja noch gesehen. Und. Ach, wir haben ihr Zimmer vergessen. Egal. Dann sind wir jetzt gerade in die Highschool. Die sollten jetzt hier eigentlich alle mal ein paar Leute kennenlernen. Ich glaube, es läuft auch relativ gut. Kennst du ihn schon? Ihn kennst du schon. Den kennst du noch nicht. Dann stellen wir uns mal beim Cole vor. Freundlich. Nein! Flora, stopp!
zu viele Sims auf einem Haufen. Ist die maximale Kapazität erreicht? Was geschieht, wenn jetzt ein Feuer ausbricht oder der Boden sich auftut? Vielleicht wird es Zeit für Flora, sich davon zu schleichen. Ja, Flora, geh mal kurz rein, weil du siehst gerade ein bisschen aus, als wenn du hier erfrierst. Geh mal kurz rein, bitte. Wo sind eigentlich die Spinde? Wir müssen uns auch noch einen Spind klären. Vielleicht hier irgendwo. Dann nimmst du mal den oder den. Kann ich den nicht anklicken? Hallo? Achso, doch. Ach, das sind die... Das sind nicht die richtigen Spinde. Das sind diese vom anderen Pack. Wo sind denn die Spinde vom Highschool-Pack dann? Ach, hier. Ach, hier. Ach so. Mein Fehler. Sieht doch alles gleich aus. Und ja, Spiel speichern ist eine gute Idee. Moment, mach mal kurz Besitzanspruch und du nimmst den hier und dann speichern wir mal. Hast du jetzt? Machst du jetzt? Nee, machst du jetzt nicht. So, gut, danke. Und danke für die Speichererinnerung. Das kann ich heute echt gebrauchen, so wie das am Struggeln ist. Genau, und das war es, Isabel sagt. Ich wünsche euch auch nur das Beste, Sandra, und alles Gute und dass der Umzug gut klappt und dass auch ihr dann dort sehr glücklich werdet und ein sehr glückliches Leben führt. Sie stirbt gleich. Ja, deswegen habe ich sie auch gerade reingeschickt, weil sie kurz vorm Erfrieren ist. So. Schnell, Flora, komm. Ich verstehe nicht, warum das so am Struggeln ist. Flora. Geh doch bitte rein. Flora, geh rein jetzt. Wenn du uns hier gleich stirbst, ne? Geh rein jetzt! Los! Komm! Geht's dir jetzt besser? Okay, jetzt geht's dir wieder besser. Alles klar. Kannst du vielleicht auch schon für die Highschool lernen oder so? Haben wir hier PCs in der Bibliothek? Wo gibt es denn die PCs? Hier gibt es einen Techtelmechtel-Schrank. Wie toll. Oh mein Gott, diese Highschool. Ich liebe die. Ich liebe diese Highschool. Es gibt einfach Techtelmechtel-Schränke. Aber hier ist ein PC. Nee. Hä? Als ob die keine PCs hier reingebaut haben. Wie sollen wir denn lernen? Kann sie auch am Bücherregal lernen? Nee, irgendwie. Hä? Was ist denn hier los heute? Warum kann ich denn nicht auf Charlie draufklicken? So. Du musst auch ganz dringend zum Unterricht, ne? But for real, ich wusste nicht, dass es so krass dort abgeht mit Immobilien. Ich dachte, wir verlieren ein Vermögen und müssen arg Kredit aufnehmen. Mein Freund hat mir aber erklärt, dass dort ganz anders abläuft als hier und die hohen Preise immer nicht zwingend die richtigen sind. Wie? Wie? Warum machst du denn jetzt nichts? Regst mich richtig auf, Charlie. Geh jetzt bitte in den Unterricht. Geh jetzt. Hopp, hopp, hopp. Der Unterricht beginnt. Hallo. Was ist denn los hier heute? So random hinter den Bücherschränken. Nee, ich glaube, das ist eine Abstellkammer. Weil da standen auch so alte Fernseher und so rum. Ich glaube, das ist als Abstellkammer gedacht von dem Creator. Bin echt am Überlegen, ob ich mein Spiel nochmal neu starte. Ja, jetzt läuft er. Okay. Wir beobachten das mal. Weil das struggelt mir doch ein bisschen zu viel rum heute. Vielleicht starte ich es gleich einfach nochmal neu. Viel Spaß im Lurk und ganz viel Erfolg beim Nähen. Was nähst du denn Schönes? Voll cool. Charlie hat die Archäologiefähigkeit erworben. Nice. Und die selvadoradische Kulturfähigkeit. Dann, ach so, Gesellschaftslehreunterricht. Okay. Ja, setz dich mal in die erste Reihe, das ist gut. Aber ich wollte jetzt eigentlich, dass du was lernst. Wie kannst du denn was lernen? Wo haben wir denn... Siehst du, Sandra? Ich glaube, das ist so ein Abstellraum. Ich glaube, das ist als Abstellraum gemeint. Ist das ja, das ist ein abgetrennter Bereich. Das ist ein Abstellraum. Ja. Finde ich cool. Ich finde es cool. Aber wo haben wir denn jetzt einen PC? Sie muss doch irgendwo lernen können, wenn sie schon mal hier ist. Ist die Cafeteria? Am Lehrerzimmer. Ja gut, dann tun wir jetzt einfach so, als wäre es die Bibliothek. Und dann lernt sie hier mal. High School. Sie könnte auch an einer außerschulischen Aktivität teilnehmen. Das macht sie, glaube ich, auch mal. Da sehe ich sie auch. Und danke, Random Person is Online, für deinen Follow. Soll ich dich einfach Random Person nennen oder wie soll ich dich nennen? Danke dir auf jeden Fall.
Aber ich bin echt neidisch, dass du so gut nähen kannst. Ich kann halt einfach gar nicht nähen. Pff, überhaupt nicht. Also ich wünschte, ich könnte es. Ich habe es auch theoretisch im Studium gelernt, aber kann es nicht. Keine Chance. Unser Haus hatte ja einen Marketplace-Inserat von 3,9 Millionen. Und am Ende war der Kaufpreis, den wir bezahlt haben, aber nur 2,1 Millionen, weil der hohe Preis tatsächlich der totale Preis ist. Falls du es mit einem Kredit kaufst, könnte der Preis so hoch ausfallen. Wenn du aber bar bzw. alles sofort zahlst, kann das bis zur Hälfte runtergehen. Hä, wie heftig ist das denn? Das wusste ich einfach gar nicht. Kanada ist einfach anders wild. Random Person, okay. Okay, was hast du studiert? Ich habe Mode studiert, tatsächlich. Cheerleading. Soll sie Cheerleader werden? Oder soll sie Theater machen? Aber das sieht irgendwie ein bisschen nach Kindern aus, oder? Ja, war ganz cool, aber jetzt arbeite ich gar nicht in dem Bereich. Jetzt arbeite ich als Social Media Managerin. Also was ganz anderes einfach. Oder Cheerleader. Weil Theater sieht irgendwie für mich nach Kindern aus. Deswegen verbringt Laura so gerne Zeit im Kass. Weiß ich nicht, ob das jetzt der Grund dafür ist. Aber was machen wir jetzt? Theater oder Cheerleading? Was macht denn am meisten Sinn? Molly, du drückst mich hier gerade ein bisschen weg, ne? Machst dich ganz schön breit, Katze. Back to you. Wie ist jetzt nach dem Umzug alles sofern nochmal? Oder gibt es noch Stuff, was fehlt irgendwie? Also eigentlich lief alles echt gut. Ich hatte ja auch die meisten Möbel dann irgendwie mitgenommen und musste halt so Sachen wie die Küche oder so neu kaufen. Da war ich jetzt, also die wurde jetzt auch diese Woche Dienstag und Freitag aufgebaut. Und ich war gestern mit meinem Papa noch die letzten Reste bei IKEA besorgen, was ich halt noch brauchte für die Küche. Und ich habe auch fast alles bekommen. Es fehlen vielleicht noch so 5, 6 Sachen von meiner Einkaufsliste, die ich jetzt irgendwie noch nach und nach holen muss. Aber der meiste Teil ist echt geschafft, sage ich mal. Der Großteil der Wohnung ist fertig. Also eigentlich ist fast alles fertig, wenn man hier reinkommt. Ich habe auch so viel Deko mitgenommen. Es ist einfach alles eigentlich ready. Und ich fühle mich auch sehr wohl in der Wohnung. Ich finde die mega, mega schön. Es ist halt immer noch so ein bisschen komisch, sich dran zu gewöhnen, wenn man halt vorher 3 Jahre mit jemandem zusammengelebt habe, sage ich mal, dass man jetzt halt alleine ist. Also ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich mir da denke, okay, du wohnst jetzt wirklich alleine. Also das sich ins Gedächtnis zu rufen, aber eigentlich würde ich sagen, so den Umständen her läuft es ganz gut. Und die Katzen gewöhnen sich auch ganz gut ein. Vor allem Molly hatte so ein bisschen Probleme zu Anfang, weil die ja auch lange in der alten Wohnung gelebt hat. Aber Mia hat es einfach direkt angenommen. Die chillt für ihr Leben gerne auf dem Balkon. Die hat meinen Lesesessel schon häufiger benutzt als ich, also so an sich kann ich nicht klagen. Also ich würde sagen, den Umständen entsprechend sehr gut. Ja, was machen wir jetzt? Theater? Cheerleading? Ich glaube, sie wird mal Cheerleader. Sie möchte ja auch hier eine Ikone werden. Dann machen wir mal das Cheerleading. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Flora. Und jetzt kannst du ein bisschen für die Prüfung lernen. Wie lange geht dein Unterricht noch? 1 Minute, okay. Warum nimmst du eigentlich nicht teil? Hat er doch, oder nicht? Doch. Okay, und jetzt ist Mittagessen. Ich habe irgendwo eine Cafeteria gesehen. Ich glaube, die ist in der ersten Etage. Arbeitet hier jemand? Ja. Essen bestellen. Du nimmst mal ein großes Mittagsmenü. Und Flora, du kannst dann mal ein kleines Mittagsmenü nehmen. So. Was hört sie denn da? Gruseln. Nee, nee. Hol dir mal Mittagessen. Wir tun jetzt einfach so. Ach du Scheiße. Rechnungen. Wir haben ja auch noch Rechnungen. Ivi, zahl mal die Rechnungen bitte. Oh mein Gott. Ach, das kann ich von hier aus nicht. Oh no. Okay, wir zahlen die Rechnung sofort, wenn wir zu Hause sind. Independent Woman bist du jetzt, ja. So ungefähr. So ungefähr. Gestern ist auch zeitgleich meine Waschmaschine und mein Geschirrspüler fertig geworden. Ich war erstmal so, oh mein Gott, ich muss jetzt beides auf einmal machen. Aber ja, ich arbeite dran. Sind die AGs durch das Schulpack oder ist das eine Mod? Cheerleading und der Computerclub und der Schachclub sind vom Highschool-Pack. Und ich meine, die Theater-AG kommt, glaube ich, mit dem Werde-berühmt-Pack. Und Pfadfinder, wodurch kommen Pfadfinder? Sind Pfadfinder Elternfreuden? Also ich glaube, ich habe keine Mod mehr drin, die das die AGs hinzufügt. Ich glaube, ich hatte mal eine, aber ich bin mir sicher, dass ich die rausgetan habe. Ich kann keine Commands hinzufügen, oder? Das geht nur mit Stream Elements, richtig? Warte. Gute Frage. Da fragst du mich jetzt was. Was für ein Command wolltest du hinzufügen, Isabelle?
Hallo, warum bin ich nicht mehr eingeloggt? Bitte loggen Sie mich ein. Doch, ich bin noch eingeloggt, hä? Hä? Wieso? Moment. Könnt ihr jetzt, kann jetzt irgendwer hier mal Essen austeilen? Das Mittagessen ist gleich zu Ende. Macht doch jetzt mal bitte. Ich sehe hier immer noch kein Essen. Die ganzen Schüler stehen hier in so einer riesigen Traube. Und die Frau so, oh mein Gott, ich bin überfordert, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hallo. Guck mal, das Mittagessen geht noch 20 Minuten. Kann mal jemand hier was servieren? Verrate ich nicht, natürlich was Nettes. Okay, Moment. Gute Frage. Eigentlich müsste man auch so welche hinzufügen können. Ich habe das noch nie probiert. Das noch nie probiert. Wo sehe ich das denn? Ist irgendwie. Achso, Add User. Ich habe keine Ahnung. Das müsste ich mir nochmal angucken, Isabel. Ich habe leider keine Ahnung. Warum kriegen wir denn jetzt hier kein Essen, Mensch? Ich mache mich selber mal schlau, okay. Ach man, das Mittagessen ist gleich zu Ende. Bitte servieren Sie doch. Ist auch einfach anders belastend heute, mein Sims. Bitte, Mittagessen. Ah, ja, danke. Das ist aber nicht das, was wir bestellt haben. Das ist irgendwas anderes. Bitte das Mittagsmenü. Ist das das? Kleines Mittagsmenü, okay. Wo ist das große? Wir haben doch ein großes Mittagsmenü gerade bestellt. Karrieretag im Hörsaal besuchen. Ach, der ist heute auch noch. Ja, okay. Ja, okay. Dann never mind. Wir gehen jetzt einfach mal zum Karrieretag. Ohne Essen. Ist okay. Kein Problem. Heute macht in Sims eh jeder das, was er will und nicht das, was ich möchte. Alles okay. Gut. Oh mein Gott, mein Spiel hat sich aufgehangen. Ich wusste, es ist am Struggeln. Hä? Jetzt läuft's wieder. Gerade die Nachricht bekommen, dass das Spiel nicht mehr reagiert. Gut, schön. Aber ich glaube, ich starte das trotzdem gleich nochmal neu. Weil es hängt mir wirklich ein bisschen zu viel heute. Bitte häng dich jetzt nicht beim Laden auf, das wäre ein bisschen tragisch. Okay. Gut. Aber wir speichern trotzdem mal eben. Und dann starte ich das mal neu. So. Los, Sims. Ja, Glück gehabt, ey. Glück gehabt. So. Ich beende das Spiel mal eben hier im Hintergrund und dann machen wir das nochmal, dass wir es neu starten. Eieiei. Also ich habe das Gefühl, meine Technik hasst mich heute auch maximal. Jetzt hat es sich, glaube ich, beim Beenden aufgehangen. Super. Wir können die Zeit auch nutzen und uns neue Getränke holen. Oder auf Toilette gehen oder so. Also heute ist wirklich eine Geduldsprobe für mich. Ich bin nur so ruhig, weil Minecraft gestern noch schlimmer war. Minecraft gestern hat mich einfach gebrochen, wirklich. Also das war ein anderes Niveau von schlimm, als ich das Dach machen musste. Das hat mich wirklich gebrochen. So. Ich habe gestern privat in Minecraft gebaut, weil. Also eigentlich wollte ich im Stream ein Minecraft-Haus bauen. Und dann meinte Shanti, dass Bauen in Minecraft wohl mega ätzend ist und dass ich es nochmal off-stream probieren soll, bevor ich das streame. Und dann habe ich gestern Nachmittag mir erstmal Ewigkeiten gebraucht, um ein Haus auszusuchen. Und als ich mir das Haus dann ausgesucht habe, habe ich ewig gebraucht, um die Materialien zu sammeln. Dann habe ich ewig gebraucht, um die Ebene platt zu machen, damit ich mein Haus bauen kann. Da habe ich wirklich, ich glaube, ich habe 3 Stunden einfach nur Gegend geplättet. Und dann habe ich das Haus gebaut. Und so an sich bauen, okay, ich konnte dem Tutorial gut folgen, bis zu dem Punkt, wo sie das Dach gemacht hat. Ich habe wirklich für 5 Minuten dieses Videos, und das war kein Zeitraffer, es war einfach nur 5 Minuten, wie sie in Echtzeit gebaut hat. Ich habe für diese 5 Minuten
habe ich 3 Stunden gebraucht und ich bin immer noch nicht fertig. Heute Nacht um 1 Uhr habe ich aufgegeben, weil ich dann einfach so einen Rage-Quit hatte und so richtig so Hass hatte und mir dachte so, nein, du gehst jetzt schlafen, du wolltest morgen früh Sims streamen und du musst jetzt dieses Minecraft-Haus loslassen. Du musst die Dinge jetzt loslassen. Ich war parallel mit Shanti im Discord und ich war die ganze Zeit so, tief durchatmen, Laura. Es ist Samstagabend. Du machst das, weil du Spaß daran hast. Es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Also es freut mich, dass du gerne baust, Sandra. Es war wirklich, also es war echt schlimm. Ein normales Dach mit Stairs oder ein besonderes? Also es war mit Stairs. Ich habe nur diese Snap Points von den Stairs nicht gecheckt. Bis heute checke ich diese Snap Points nicht. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Und es war auch mit so verschiedenen Materialien, mit verschiedenen. Also ich habe nach einem Tutorial gebaut. Das Haus ist aus einem Tutorial. Sieht auch ein bisschen fancy aus. Und dann musste ich so um die Ecke bauen. Und dann musste ich so nach unten bauen. Und dann hatte das Dach 2 verschiedene Farben. Und dann hat es noch irgendwelche Winkel bekommen und so Abschlüsse. Und ich bin einfach maximal fertig gewesen danach. Ich bin wirklich heute Morgen aufgewacht und hatte das Gefühl, dieses Minecraft-Haus hat mich einfach erschlagen heute Nacht. Es war traumatisch, aber ich bin sehr motiviert, es heute Abend, wenn meine Family weg ist, mich nochmal 1 Stunde dran zu setzen und hoffentlich dieses Dach zu beenden. Und ich hoffe sehr, dass ich euch dann nächste Woche oder spätestens übernächste im Stream nochmal wieder in Minecraft die neue Base zeigen kann. Aber ich glaube, es würde wirklich gar keinen Sinn machen, wenn ich die Base im Stream baue, weil dann hätte ich einfach, ich hätte einfach Hass. Da hätte keiner was von. Also ich habe ja heute schon Hass auf mein Spiel und auf mein Streamprogramm, aber der Minecraft-Hass gestern war nochmal ein ganz anderes Level von Hass. Also ganz schrecklich, ganz schrecklich. Mein Spiel lädt übrigens im Hintergrund auch schon wieder. Ich lade gerade in die Familie rein. Ja, dann können wir gleich weitermachen. Da sind wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Also, falls es gleich fertig geladen hat, ja. Da sind wir. Fehler protokolliert, das habe ich mir fast gedacht. Aber, oh mein Gott, ich glaube... Nee, es ist immer noch ein bisschen am Struggeln, oder? Wenn wir jetzt geladen haben? Nee. Oh. Ich wollte gerade sagen, es läuft smoother. Aber ja, doch, es läuft... Doch, guck mal, es läuft viel smoother. Oh, das hätte ich schon vor 1 Stunde machen sollen. Das hat mich ja mega aufgeregt. Guck mal, wie smooth das jetzt ist. Okay, Entschuldigung, jetzt habt ihr wahrscheinlich alle einen Drehwurm bekommen. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle, alle ein bisschen geschädigt. Das tut mir leid. So, geh mal dahin und frag mal nach den Details. Kann ich dich eigentlich auch hierher holen? Ja, komm mal hierher. Du kannst mal hier fragen. Oh, was macht sie denn für einen Job? Ist sie ein Star oder so? Ich glaube, das würde Flora interessieren. Bei Karrierepräsentationen zusehen und dann kannst du mal nach den Karrieredetails fragen. Oh mein Gott, es läuft so viel smoother. Warum habe ich das nicht schon vor 1 Stunde gemacht? Wirklich. Ah, das war der falsche Sim. Ups. Moment, Flora, mach du das mal bitte. Geh mal bei der Karrierepräsentation zu gucken und dann nach Details fragen. Und dann kannst du zu ihm gehen und zu gucken. Er ist wahrscheinlich so ein Detektiv oder so. Und dann machen wir das hier auch nochmal. Präsentation zusehen und Details fragen. Und du musst es, glaube ich, auch noch bei irgendwem machen, bei ihm hier. Zusehen und nach Details fragen. Da. Wenn deine Hitbox unter den der Connect Point bist, dreht sich die Stairs nach unten. Wenn du mit dem Fadenkreuz auf die obere Kante zielst, dreht es sich auch nach unten. Warte mal kurz. Also, wenn deine Hitbox unter den der Connect Points ist, dreht sich die Stairs nach unten. Und wenn du mit dem Fadenkreuz auf die obere Kante zielst, dreht es sich auch nach unten. Mein Gehirn versucht diese Information gerade zu verarbeiten, Sandra, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das richtig gecheckt habe. Wenn du das Fadenkreuz auf die obere Kante zielst, dreht sich die Stairs nach unten. Ich glaube, das muss ich ausprobieren. Das muss ich, glaube ich, ausprobieren. Was macht ihr jetzt? Ihr quatscht ihr zusammen? Okay, ist auch okay. War richtig Bruder-Schwester-Bonding-Time. Oh, der Geist von Fabian schwindet. Das ist nicht gut. Wir müssen das mal wieder stärken, die Connection. Vielleicht kann Flora mal ihren toten Vater besuchen an Weihnachten oder so. Und wenn ihr damit fertig seid, dann würde ich gerne, dass ihr ein Selfie macht. Vielleicht kann Flora das machen. Dann können wir mal die Geschwister festhalten, weil die beiden hatten ja immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und als sie Kinder waren, haben die sich ja auch
als die Kinder waren, haben die sich ja auch ein Zimmer geteilt und haben jetzt nur eigene Zimmer, seit Charlie eben ein Teenager ist, und haben auch immer zusammen Hausaufgaben gemacht und so. Und ich glaube, die sind halt auch durch dick und dünn gegangen, weil die ja die älteren Geschwister sind und, sag ich mal, mehrere Männer jetzt haben schon gehen sehen und mehrere Umzüge mitgemacht haben und immer neue Geschwisterkinder dazugekommen sind. Deswegen glaube ich, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Und deswegen machen wir jetzt zur Erinnerung daran ein Selfie. Und ich bin gespannt, Isabel. Ich bin gespannt. Teste mal. Do your thing. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel von unten baust, dann dreht sich die Treppe fast immer zu 90% nach unten. Außer du triffst die Kante oben, dann dreht sich das wieder normal. Aber es ist ein bisschen blöd, das zu erklären. Ja, ich bin aber maximal verwirrt. Und Katja Neuss, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ich hoffe, du hast einen guten Sonntag bisher gehabt. Mach dir jetzt ein Selfie oder musst du noch nach Karrieredetails fragen? Karrieredetails. Aber Minecraft verwirrt mich einfach. Also wenn ich ehrlich bin, dann verwirrt Minecraft mich einfach nur. Ach, und er hat ja Angst vor Gedränge, weil er ein Einzelgänger ist. Oh Gott, der Arme, er tut mir so leid. Aber du siehst so süß aus, Charlie. Alles wird gut. Alles wird gut. Wenn du damit fertig bist, dann würde ich gerne das Selfie machen. Aber irgendwann kriege ich das mit dem Bauen in Minecraft auch noch hin. Irgendwann schaffe ich das, ich bin mir sicher. Das ist wahrscheinlich eine Übungssache. Ich habe auch noch vorgenommen, mir einen Tierstall zu bauen irgendwann. Und ich glaube, spätestens dann werde ich das checken. Ach Gott, wie süß. Guckt euch das mal an. Die beiden. Schaut mal, wie süß das ist. Nee, gut, es sieht aus, als wenn die ein Paar sind. Nee, das gefällt mir jetzt auch noch nicht so. Ich habe mir eine Mod runtergeladen, womit die andere Posen haben. Aber damit werden leider die normalen von dem Spiel überschrieben. Aber ich finde die Posen trotzdem richtig süß. Okay, das sieht auch eher nach einem Pärchen aus. Das ist cool, das gefällt mir. Warum kann ich das nicht drehen? Oh. Belastend, na gut. Nee. Nee, das sieht auch eher nach einem Pärchen aus. Commands, Add, Test, Test. Nö, geht nicht, schade. Oh nein, schade, Isabel. Ich mache mich auch nochmal schlau, wie du das machen kannst, wie du es vielleicht hinzufügen kannst. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Achso, das waren jetzt schon alle Posen. Na gut, machen wir jetzt mal so eins und... Ach, da hätte er gelacht. Naja, das ist aber auch süß eigentlich. Dann nehmen wir das noch. Und dann kann sie ihm vielleicht auch ein Bild davon schenken. Hast du den Nightbot eigentlich? Ja, ich habe den Nightbot. Ja, ja, Nightbot habe ich. Schenk mal deinem Bruder ein Foto. Moment. Oh nein, da ist ja auch welches von verwackelt. Oh nee, warum sind die denn verwackelt? Oh, Flora, ey. Dann schenken wir vielleicht eins von denen. Moment, ich verkaufe erstmal die verwackelten. Einen Augenblick. Flora, Mensch. Fotografie-Skills nicht vorhanden. Das ist gut geworden. Das ist auch gut geworden. Das ist auch gut. Und das ist auch verwackelt, okay. Dann schenk mal deinem Bruder eins. Wo ist er denn? Da. Oh, wir können über unseren Crush reden. Hat sie einen Crush? Ich wusste gar nicht, dass sie jemanden gut findet. Das ist nämlich diese Teen Stories and Activities Mod. Vielleicht können wir ihn ja mal fragen, ob es irgendwelche Partys gibt. Und danach würde ich ihm gerne ein freundliches Geschenk geben. Wo ist das nochmal? Oh, ich bin immer voll verwirrt mit diesem neuen Menü. Zuwendung vielleicht? Nee. Doch, Geschenk geben. Freundliches Geschenk. Einen kleinen Fotoabzug. So. Komisch. Ja, guck, siehst du, da ist der Nightbot sogar. Der fühlt sich jetzt angesprochen und hat direkt zweimal reagiert. Weil der auch so, hi, ich bin auch noch da. Jupp, there's gonna be a party. You should totally go. Ja, wann ist denn die Party? Verrätst du uns das auch noch oder wie läuft das? Sie ist so genervt. Wegen den ganzen Menschen, oder was? Lauernde Ängste. Achso, sieht die Angst vor Gedränge. Okay. Mach, dass ich Commands erstellen kann. Das ist echt so. Das ist echt so. Kann sein, dass der Schultag schon zu Ende ist. Oh ja, der Schultag ist schon zu Ende. Dann reisen wir wieder nach Hause mit den beiden. Und er ist super genervt, nämlich weil er Einzelgänger eigentlich ist. Dann nehmen wir mal Flora mit. Und ab geht's nach Hause. Gar nicht drauf geachtet vorhin, das sieht ja mega schön aus mit dem Overlay.
Und hallo Shanti, wie geht's, wie steht's? Wie geht's dir? Ich habe heute echt Probleme mit meinem Streamlabs. Ich weiß nicht, du nutzt ja auch Streamlabs. Gab es da irgendwie ein Update in letzter Zeit? Weil ich meine, ich habe eins gemacht gestern oder so. Aber es ist einfach richtig, richtig schlimm. Wie war dein Stream? Also, nee, mir geht's nicht gut. Ich bin gestresst. Ich musste meinen Sims auch gerade neu starten, weil das einfach alles geleckt hat. Und mein Streamlabs hat auch einfach mal zwischendurch zweimal oder dreimal, nee, zweimal war es jetzt, glaube ich, mein Stream beendet. Ich sehe, mein Aktivitäten-Feed aktualisiert sich nicht mehr. Das kann ich jetzt nur noch in Twitch selber sehen mit den ganzen Follows und Sachen, die eingelöst wurden und so. Und es ist einfach ein Struggle. Ja, die Technik wieder, ne? Guck mal, danke Manu, vielen, vielen Dank. Heute habe ich geupdatet, das war alles normal. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was da los war. Oder was da los ist. Ich hoffe einfach, dass beim nächsten Stream nicht so ist. Hat sich hier irgendwer um sich selber gekümmert? Nein. Wie sieht's aus? Oh Gott, sie ist im dritten Trimester. Jo. Steve, kannst du da mal bitte. Ach, unser Strom ist ja abgestellt. Ja, habe ich vergessen. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Es läuft einfach alles aus dem Ruder hier. Bezahl mal die Rechnungen. Warum sind die eigentlich so teuer? Unser Haus ist doch voll klein. Ja. Danke. Dankeschön. Und jetzt müsste Steve kochen können. Oder. Ach, ja, esst Kuchen, das ist gut. Esst mal ein Stück Kuchen, kein Problem. Und ich wollte jetzt eigentlich, dass Evie nochmal sich bei Steve entschuldigt. Steve, das war eine Wand, wo du gerade durchgelaufen bist. Steve ist auch ein Magier insgeheim, glaube ich. Angeben ist nicht zu bereuen. Nein, das machen wir vielleicht nicht. Wir reden mal mit ihm über unsere Ängste. Und können wir irgendwie noch über die Mod vielleicht unsere Beziehung retten? Versöhnung und Trennung. Nee, nee. Nee. Treueversprechen sagen. Affäre war nur ein Techtelmechtel. Lüge. Aha! Wir werden erstmal für den Betrug uns entschuldigen. Wir versuchen jetzt mal hier kurz ein bisschen ihm Honig ums Maul zu schmieren. Dann werden wir noch mal Gründe für den Betrug erklären. Evie wurde verführt und sie hat es nicht geschafft zu widerstehen. Ja, finde ich gut. Evie wollte mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit. Das Techtelmechtel stellt Evie nicht zufrieden. Ich bin mir nicht sicher. Test, test, test. Dann mach es in Stream Elements rein, ist eh der bessere Bot. Kannst du auf meinen Stream Elements zugreifen? Und hallo Jenny, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir sagen einfach mal, sie wurde verführt und hat es nicht geschafft zu widerstehen. Es ist nicht so, dass Evie ihren Partner nicht liebt oder nicht attraktiv findet. Es ist nur so, dass dieser andere Sim sehr aggressiv in seinen Versuchen war, sie zu verführen und sie konnte nicht widerstehen. Ein bedauerliches Ereignis, von dem Evie sich teilweise wünscht, sie könnte es rückgängig machen. Achso, nee, das wünscht sich ja gar nicht. Es ist nicht Ibis Schuld, dass ihr Partner und sie im Bett nicht so gut miteinander auskommen. Aber es lässt sich immer noch nach etwas anderem suchen. Von da kommt das Betrügen. Es ist jedoch schwierig, dies für ihren Partner verständlich zu machen. Immerhin hat Ibi immer noch die Liebe und das Vertrauen von ihrem Partner missbraucht, anstatt zu versuchen, die Dinge zu verbessern oder sie einfach ehrlich abzubrechen. Okay, das sagen wir. Das Techtelmechtel war nicht zufriedenstellend. Das ist jetzt unser Grund. Gerade noch ein Workout gemacht. Sehr gut, Jenny. Bin stolz auf dich. Bin stolz auf dich. Das hast du super gemacht. Und dann werden wir sagen, dass die Affäre nur ein Techtelmechtel war, obwohl es eine Lüge ist. Können wir ihm dann noch mal die Treue versprechen, auch wenn es eine Lüge ist? Ach Mist. Ivy kann das so schnell nicht noch mal tun. Okay, wir haben es anscheinend schon gemacht. Okay. Okay, und? Läuft bei euch? Sieht er es ein? Ist es okay für ihn? Nee, okay, anscheinend hat es nichts gebracht. Was ist mit unserem Kind? Wie geht's dir? Was habe ich verpasst? Wir waren eben mit Flora und Charlie das erste Mal in der Highschool. Flora ist nämlich jetzt auch eine Teenagerin und sie hat kein Bett mehr. Ja, da müssen wir uns als nächstes drum kümmern. Wir müssen in den Baumodus hopsen und Flora ihr Zimmer umgestalten. Vielleicht können wir dann den anderen Kids die Spielsachen geben. Ich habe kein Baby Move Objects an. BB Move Objects. Und so. Okay, dokay. Sie ist ja, was ist sie denn, ein Kleinkind? Dann kann das ruhig noch da stehen bleiben. Aber sie wird ja bald zum Kind, hoffe ich. Ich glaube am nächsten Tag sogar. Den Teddy kann Flora behalten. Das Puppenhaus
Puppenhaus. Sie hat schon ein Puppenhaus. Du hast noch kein Puppenhaus, aber du hast auch keinen Platz. Vielleicht stellen wir es ins Wohnzimmer. Kommt man hier raus? Hier ist eh noch kein Zimmer rausgegangen, ist auch egal. So. Oder vor dem Kamin. Die können auch vor dem Kamin spielen. So, das ist doch gut. Was haben wir denn hier noch? Also ein Kleiderschrank und so besitzt sie schon. Mal die Sachen weg, die nicht zu ihr passen. So. Das braucht sie auch nicht mehr. Ich finde die Spielsachen gar nicht schlecht. Okay, das muss weg. Und das Bett auch. Okay, den Teddy kann sie behalten. Okay, ja. ja. Aber sonst, was ist noch passiert? Achso, ja, wir haben jetzt versucht... Ah, wir haben Adam gesagt, dass Evie schwanger ist. Und Adam fand es super. Adam war richtig glücklich darüber, Vater zu werden. Er war richtig happy. Und Evie fand das nicht so geil, weil sie gehofft hatte, dass die ja ihr Leid zusammen teilen können. Aber nee, also er war sehr glücklich darüber. Ich finde die Betten aus dem Highschool-Pack ja richtig cool. Das ist schon ein schönes Bett. Vielleicht nehmen wir das. Passt auch der Nachttisch noch zu. Ich hoffe, da kann sie noch ins Bett. Aber ich glaube, das funktioniert. So. Kleiderschrank kann ja eigentlich da stehen bleiben. Das ist in Ordnung. Dann gucken wir mal, ob wir noch einen Sessel finden. Es gibt auch einen Sessel vom Highschool Pack, oder? Was ist das denn? Oh, den kenne ich noch gar nicht. Habe ich den neu? Ich weiß gar nicht. Das ist von irgendeinem... Von irgendeinem CC. Der ist natürlich auch chillig. Was können wir denn noch nehmen? Hat das Highschool Pack... Achso, den hat das Highschool Pack noch. Der ist natürlich auch süß. Ah, der backt da durch die Wand. Moment. Ich überlege, ob ich einen anderen Schreibtisch kaufe. Ich hätte gerne die Bücher. Ach, die gehören dazu. Ach so, ja, never mind. Oh, was haben wir denn hier noch? Money, money, money. Das ist ihre Cheerleader-Matte. Die sollten wir nicht verkaufen. Okay. PC. Ja, den hole ich mir gleich wieder. Und welcome back, Leni. Oh mein Gott, bitte hab dich nicht aufgehangen. Okay. Welcome back. Was nehmen wir denn jetzt? Den finde ich ganz schön. Ja, den finde ich ganz schön. Und was haben wir denn für Stühle dazu? Ach ja, die gibt es ja auch noch. Passt das zum Bett? Schon. Okay. Und dann haben wir noch den PC hier drin. Oh, so. Okay, okay, okay. So langsam wird's. Habe ich hier noch irgendwo Kinderbilder hängen? Nee. Da können wir auch noch was an die Wand machen. Welches ist nochmal ihr Vater? Ihr Vater ist Fabian. Von Fabian haben wir hier irgendwie kein Bild drin. Das sind alles nur Bilder von Charlie. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Sonst hätte ich ihr nämlich ein Bild von ihrem Vater gegeben im Zimmer. Aber da haben wir leider keins. Ich glaube, die müsste dann Evie im Inventar haben. Die muss ich dann einfach nochmal bei Evie aus dem Inventar rausziehen. Was ist das? Oh. Ich hätte gerne... Oh. Oh. Was ist denn mit sowas? Oder hier so? Nee. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wollt ihr eigentlich das Pferdepack oder seid ihr stark genug zu sagen, nee, jetzt langs? Also ganz ehrlich, Sandra, ich habe es schon vorbestellt. Ich habe gar keine Willenskraft, ich habe das Pack schon vorbestellt. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch sehr auf die Pferde. Also ich bin ja auch als Kind ewig lange geritten. Ach, Sandra! Ich bin als Kind ewig lange geritten und mir hat das tatsächlich auch gefehlt in meiner Sims-Experience, sage ich jetzt mal. Also ich freue mich sehr darauf, dass die Sims dann reiten können, weil... ich halt als Kind auch geritten bin und ich finde halt, dadurch, dass es eine Lebenssimulation ist, dass halt auch irgendwie dann
alle Teile abgebildet werden sollten. Und ich dann halt diesen Teil, der eigentlich ein großer Teil meines Lebens war, nie wirklich machen konnte, weil immer dieses Reiten gefehlt hat. Und ich persönlich freue mich darauf, dass meine Sims-Kinder dann reiten können. Das ist ja auch jedem selbst überlassen, ob er es gut findet oder nicht. Aber ich freue mich sehr drauf, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich jetzt auch einen Teil, der halt ein großer Teil meiner Kindheit war, in Sims abbilden kann. Und das finde ich gut. Da freue ich mich sehr drüber. Genau, aber ich kann auch verstehen, wenn andere sich nicht freuen und sagen, dass halt Pferde total unnötig sind. Geil, okay. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja, nee, ich habe Sims 4 gelöscht, weil ich es einfach unverschämt, weil wir jetzt aus einem Pack bei Sims 4 4 haben, ist schon ein bisschen heftig. Das stimmt. Das ist auch so das, wo wir letztens noch drüber gesprochen hatten hier im Chat, was ich auch so, was das Einzige ist, was ich wirklich richtig nervig finde, dass halt manche Packs, die in Sims 3 in einem Pack waren, jetzt in Sims 4 mittlerweile 3 oder 4 Packs einnehmen. Also auch mit den ganzen Kindern ist ja das genau das Gleiche. Es gibt Elternfreuden, es gibt jetzt das Zusammenwachsen-Pack, es gibt es noch hier dieses Kinder-Accessoire-Pack gibt es, Kleinkinder-Accessoires gibt es. Und ich weiß nicht, also ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen too much ist, dass es einfach alles in mehrere Packs aufgeteilt wird. Gut, Landhausleben und das neue Pferderanch-Pack haben jetzt auch zum Beispiel verschiedene Vibes von der Welt her, aber trotzdem ist es irgendwie, ja, ist es natürlich trotzdem irgendwie ähnlich. Also es war in Sims 3 ja ein Pack und Hunde und Katzen ist ja auch noch extra nochmal ein Pack gewesen. Aber ich würde jetzt ganz kurz einmal auf Toilette gehen und wir sehen uns dann gleich wieder in einer Minute. So, da bin ich wieder und seht mal, wie süß die Mia da einfach liegt. Guckt euch die Mausi da an. Und Molly ist auch da. Ja, du bist auch eine Mausi, Molly. Hallo. Du bist auch eine kleine Mausi. Ja, es ist halt das Pferdepack wird ja immer wieder, wird ja wieder ein 40 Euro Mainpack. Schon ein Trauerspiel. Ich meine, ich habe auf meiner Wishlist jetzt halt 2 New Release Games gekauft, die jeweils auch 40 Euro kosten. Das sind halt komplett eigene Spiele. Ja, das stimmt halt. Das ist das halt. Ne? Hunde, Katzen sind ja auch separat nochmal für 40 Euro. Ja, da hast du recht, Leni. Das finde ich halt auch heftig. Also wenn, dann hätte man halt das Hunde- und Katzenpack. Also ich muss sagen, ich finde Brindleton Bay und Hanford und Bagley beide mega, mega schön. Aber es kann halt auch nicht sein, dass Sims dann jedes Mal die Sachen aufsplittet und in neue Packs tut und das dann damit argumentiert, dass wir mit jedem Pack auch eine neue Welt kriegen. Weil ich finde halt sonst, bis auf die Welt von Brindleton Bay, hätten halt eigentlich Hunde und Katzen mit ins Landhausleben-Pack gehört. Also das haben die bei Sims 3 ja auch gemacht, plus dass es halt noch Pferde dazu gab. Also klar, Hühner und ich glaube Kühe hat man in Sims 3 über den Sims 3 Store bekommen, der ja auch übertrieben teuer war, wo man gefühlt für jedes Objekt extra gezahlt hat. Hallo Molly. Na? Aber trotzdem, also ich sehe das auch so wie ihr. Ich finde es halt auch too much. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich finde es auch too much, aber ich freue mich halt trotzdem auf die Pferde. Aber auch wenn es zu teuer ist. Also ich finde auch Elternfreuden und Zusammenwachsen hätte eigentlich auch ein Pack sein müssen. Klar, Elternfreuden kamen schon weit vor Zusammenwachsen, aber es ist halt nicht gut durchdacht. Also klar haben sie uns jetzt ein bisschen mehr das gegeben, was wir wollten mit den Familiendynamiken, aber trotzdem gehört das für mich eigentlich in Elternfreuden rein. Molly, was machst du denn? Du machst mich ganz nervös hier. Sims 5, dann jedes Tier einzeln. Ja, das habe ich auch letztens im Stream schon mal gesagt. Ich habe echt Schiss davor, weil die jetzt gesagt haben, dass das Free-to-Play wird. Isabel, nice. Dadurch, dass die jetzt gesagt haben, dass es Free-to-Play wird, dass die halt wirklich sich jedes Teil einzeln bezahlen lassen, dass wir halt eigentlich gar nichts mehr kriegen dafür. Und ich habe jetzt beschlossen, wir fahren jetzt mit der Family einmal ins Restaurant und gehen jetzt essen. Aber ich glaube auch nur mit den Teenagern und mit Steve. Die kleinen Kinder bleiben dann irgendwie beim Babysitter oder so. Und dann machen wir jetzt ein Familien-, also so ein Geburtstagsessen für Flora. Molly, du machst mich echt richtig nervös hier. Und sehr nice, dass es funktioniert hat, Isabel. Ich bin gespannt, was für ein Command du hinzufügen möchtest. Sims 5 hat auch keine Packs mehr. Die machen doch wirklich was geleakt, wirklich mal geleakt einen Mikromarkt. Ja, also deswegen habe ich auch echt Schiss vor Sims 5, weil so, da bin ich dann auch raus. Also das mache ich nicht mit. Ich werde nicht jedes einzelne Teil extra kaufen. Und das Problem ist auch, da haben wir auch letztens drüber gesprochen, Taste of Italy klingt ziemlich nice. Das Problem ist ja auch, wenn es dann über alle... Ach, wie süß. Ach, Isabel. Ach, Mann. Ach, Isabel, du machst mich ganz verlegen hier. Nee, Molly, hör mal auf jetzt. Das Problem ist ja, wenn das auch auf verschiedenen Geräten laufen soll, wie auf dem, auf Mobil zum Beispiel, auf Tablets oder so, dann kann man ja auch
keine Mods mehr nehmen. Also dann gibt es ja keinen Mods und keinen CC. Und ich sehe mich halt Sims nicht ohne Mods und CC spielen. Also ich spiele alle Sims-Teile mit Mods und CC. Ihr seid so süß. Danke Isabel, danke Shanti, danke Charles. Ihr macht mich ganz verlegen. Ivy, also das ist eine interessante Kleiderwahl. Magst du dich vielleicht mal ein bisschen umziehen? Nur so eine Idee. Das ist nämlich ein bisschen kalt vielleicht. So, wir gehen jetzt uns einen Tisch holen. Ich glaube, wir brauchen einen großen, oder? Nee, wir sind nur zu viert. Dann nehmen wir den. Um den Tisch bitten. Sie ist auch super angespannt. Aber da musst du jetzt durch. Babytritt von Babybewegung. Die Hand von Ivy lag auf ihrem Babybauch als Bam. Ihr kleiner Mensch beschloss, einen schnellen Tritt gegen den Brustkorb zu versetzen. Oh mein Gott. Inkompatibel, weil Gründe für Betrug gestanden hat. Es ist nicht Ivys Schuld, dass ihr Partner und sie im Bett nicht so gut miteinander auskommen. Aber es lässt sich immer noch nach etwas anderem suchen. Von da kommt das Betrügen. Es ist jedoch schwierig, dies für den Partner verständlich zu machen. Immerhin hat Ivy immer noch die Liebe und das Vertrauen von ihrem Partner missbraucht, anstatt zu versuchen, die Dinge zu verbessern oder sie einfach ehrlich abzubrechen. Ach, Ivy, Mensch. Haben wir jetzt den Tisch? Können wir mal für den Tisch bestellen? Ich habe Angst, dass sie auch gleich hier ihr Baby bekommt. Lösung, live by you. Ich mit einem so viel besseren Mod-Support. Ich bin gespannt darauf. Also ich bin echt gespannt darauf. Ich denke mal, ich werde es auch anspielen. Wer bist du denn? Noah Norwood. Mit dem kannte sie vielleicht mal Charlie anfreunden. Ja, aber ich bin echt gespannt. Also ich werde es auch spielen, wenn es rauskommt. Denke ich mal. Je nachdem, wie teuer es wird. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Isabel. Also, ich dachte, wir hätten das mit den Autogrammkarten schon ausdiskutiert. Warum wollt ihr denn Autogrammkarten haben? Ivy, trink mal einen beruhigenden Kamillentee. Ich glaube, das braucht sie jetzt. Und Steve braucht irgendwas Starkes. Gibt es keine Limo hier? Irgendwie gibt es hier keine Limo, was ein bisschen schade ist. Dann müsst ihr beide leider Wasser trinken. Charles! Ja, lach ruhig, Shandy. Du bist diejenige, die die dann ausbaden darf und ausarbeiten darf, ne? Das weißt du schon, dass du dann diejenige bist, die für die verantwortlich ist, für die Autogrammkarten. Hähnchen. Und Steve kriegt die Hähnchenbrust. Oder? Komm, Steve kriegt das Steak. Du hast schon genug gelitten, mein Bester. Du kriegst jetzt Steak. So. Und das ist dann Floras Geburtstagsessen. Aber vielen Dank, Isabel, für den Command. Der ist sehr süß. Sehr, sehr süß gemacht. Vielen, vielen Dank. So, Flora, ich hoffe, du genießt das wahrscheinlich letzte Abendessen mit deinem Stiefvater, bevor er uns auch verlassen muss und du einen neuen Stiefdaddy kriegst. Hat Ivy schon bestellt? Ja, ne? Oh, du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast. Nein, er stirbt doch bald. Oh, Flora. Freunde dich mal stattdessen mit deiner Mama an oder so. Kannst du mal mit ihr tiefgründigen Unterhaltung führen? Und mit ihm vielleicht auch? Tiefgründige Unterhaltung, okay. Wann entbindet sie eigentlich? Achso, ja, irgendwann jetzt, ja. Wann hatten wir nochmal Techtelmechtel? Das war relativ am Tag, oder? Oh Gott, jetzt muss ich auch noch pinkeln. Oh, Ivy, bitte. Wann haben die getechtelmechtelt? Wann müsste sie das Kind denn bekommen? Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich dann am nächsten Tag oder so? Schnell gepinkeln, Ivy. Wir wollen keinen Unfall im Restaurant haben. Schnell, 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 schnell. Geh ganz schnell pinkeln. Und ihr könnt euch... Oh mein Gott, die sind einfach Besties. Schaut mal, wie die einfach Besties sind. Nee, über örtliche Angelplätze wollte ich jetzt nicht reden. Redet mal über... Schwärm mal von Interessen. Und dann kannst du nochmal von Partys schwärmen. Das ist so süß, wie die einfach Besties sind. Partys schwärmen. Oh, wir haben unser Essen gekriegt. Also, ich habe letztens noch gesagt, dass es bei mir noch nie so schnell ging. Und jetzt haben die einfach schon wieder hier ihr Essen bekommen. Das ist einfach toll, wirklich. Also... Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, dass mein Spiel plötzlich so gut läuft mit den Restaurants. Ich habe ja auch extra diese Restaurant-Mod drin, dieses, was ist denn das, Carl's Dine Out Reloaded oder so. Und trotzdem hat es immer gebuggt und es ist einfach so schön, dass es jetzt funktioniert, wirklich. Kann ich sehr empfehlen, die Mod. Oder vielleicht kam auch irgendwie ein Patch von Sims selber, ich weiß nicht.
Ich brauche jetzt erstmal ein süßes Bild, wie die hier essen. Vielleicht auch nochmal mit Steves Gesicht. Weil, ne? Dinge. Steve wird ja jetzt nicht mehr so lange Mitglied des Haushalts sein. Hilfe, ich sehe nichts. Nein! Moment. Ibis Kopf ist zu groß und jetzt habe ich die Decke da. Ach. So, machen wir das so. Steve, guck doch mal ein bisschen glücklich. Das Leben ist schön, Steve. Steve einfach richtiger Trauerkloß. Und Charlie ist richtig genervt. Okay. Ui. Ist so schön, dass es wieder smooth läuft. Ich hätte direkt mal neu starten sollen. Oh, wer sind Sie denn? Maranja? Ich weiß es nicht. Kann sie vielleicht mal versuchen, ihn irgendwie aufzuheitern? Weil sie ist jetzt wieder sehr selbstsicher. Albernes Verhalten. Nochmal lustiger Gesichter schneiden. Es ist so süß, wie sie immer ihren Bauch streichelt. Erzähl mal einen schmutzigen Witz. Achso, er muss auch pinkeln. Warum ist denn die ganze Familie so traurig? Das ist einfach schrecklich. Das war laut. Geh schnell auf Klo, Steve. Geh. Los. Muss sie auch? Schneeengel machen? Nein, geh doch bitte auf Klo. Mach doch keinen Schneeengel jetzt. Geh doch auf Klo, Flora. Geh doch bitte. Geh doch auf Klo jetzt. Schnell. Bitte, Flora. Bitte, du brichst gleich zusammen. Bitte geh auf Klo. Also, sie sieht so sehr aus wie ihre Mutter. Das ist krass. Sie kommt wirklich richtig nach ihrer Mutter. Schnell. Wie weit sind die Toiletten entfernt hier? Okay. Ist Steve auch auf Klo? Ja, Steve ist fertig. Gut, Steve hatte keinen Unfall. Lasst mich vorbei. Flora muss auf Klo. Ach süß, und die beiden unterhalten sich. Sehr süß. Aber wenn ihr hier gleich alle fertig seid, dann können wir auch gehen. Ich glaube, Steve trinkt gleich noch. Was macht ihr da? Über das Leben nachdenken. Oh, Steve, ey. Wir haben diesen süßen Sim gar nicht verdient. Ein Witz jagt den nächsten. Charlie Jr. und Evie können nicht aufhören, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wenn sich die beiden in einem Raum befinden, ist das Gejohle immer groß. Familienmitglieder mit der Familiendynamik Spaßvögel führen häufiger lustige oder schelmische Interaktionen miteinander aus und sie fühlen sich besonders verspielt, wenn sie Zeit miteinander verbringen. Oh, wie süß. Ja. Und Steve hat mitten in einer Midlife Crisis beschlossen, dass Gärtnern sein Ding ist und er mehr Zeit darauf verwenden möchte. Ach, Steve, ey. Kann man dir eigentlich irgendwie helfen mit deiner Midlife-Crisis? Ja. Katzenhaar an der Nase, sorry Leute. 2 Stunden den Himmel beobachten oder in die Sterne schauen. 3 Kunstwerke ansehen oder bewundern. 3 Gemälde an Sammler oder Kunstgalerien verkaufen. Level 2 einer künstlerisch-kreativen Karriere erreichen. Steve, wir haben keine Zeit für sowas. Katzenhaar im Mund, so. Wir haben echt keine Zeit für sowas. Nur für das Techtelmechtel, weil Gründe... für den Betrug erfahren hat. Nur wegen des Techtelmechtels in dieser Beziehung betrogen worden zu sein, das von seinem Partner als nicht zufriedenstellend empfunden wird und man lieber mit jemand anderem rummachen würde, als ein offenes Gespräch mit Steve zu suchen, um zu versuchen, die Beziehung zu verbessern, geht einfach nicht. Was war das bitte für ein Schachtelsatz? Oder zumindest ehrlich Schluss machen, wenn überhaupt. Aber nein, man hat einfach betrogen, wo wir gerade bei verletzend waren. Och, Steve! Er kann sich ja schon mal sein eigenes Grab schaufeln, Shanti! Oh, das war makaber, ja, aber true. Also kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Isabelle, ey, Laura wurde schon einmal gelobt. Oh mein Gott. Und danach bitte mal jemanden schwarze Dornrosen drauf anpflanzen. Gibt es schwarze Dornrosen? Ach, wie krass, Isabelle, wie hast du das denn gemacht? Ach, wie cool, der rechnet das ja jetzt hoch. Wie süß. Thank you. Isabelle einfach richtig im Hacker-Modus unterwegs. So, Leute, es ist 11 Uhr nachts. Wollen wir vielleicht mal bezahlen hier? Was ist das noch? Ja, er fühlt sich von niemandem verletzt. Das tut mir auch sehr leid. Aber wir müssen jetzt Essen beenden und die Rechnung zahlen. Los. Machen wir bitte. Kids müssen morgen wieder in die Schule. So. Und jetzt gehen wir wieder alle nach Hause. Wahrscheinlich geht es unseren kleinen Kindern wieder richtig schlimm. Aber einer von denen hat ja auch morgen Geburtstag. Ich glaube, Freya wird zum Kind. Bin so gespannt. Ich hoffe, dass Fabian auch bei ihr die guten Gene weitergegeben hat. Ich fülle mal kurz mal Wasser auf. Das würde mir sehr gut gefallen.
So. Glimmerbrook. Ich vergesse ständig, wo wir wohnen. Da. Na, Molly, geht's dir gut? Die Molly. Muss Mia eigentlich? Liegt die noch da? Oh mein Gott, die Mausi. Die liegt immer so süß. Die sieht zwar mal aus. Oh, das hat gepiept. Die sieht zwar immer aus, als wenn sie halbwegs verdreht ist, aber die liegt immer so süß da. Okay, das Restaurant hofft, dass dir dein Essen geschmeckt hat. Yes. Okay. Ivy, warst du nicht eben pinkeln? Ich habe dich auch pinkeln geschickt, oder nicht? Haben wir noch eine funktionierende Toilette? Da. Ja, schnell auf Klo. Gut, du gehst schlafen. Das ist gut. Du gehst bitte auch pennen. Aber das ist das falsche Bett. Geh doch bitte in dein eigenes. Das ist doch dein Bett. Geh doch bitte dahin. Was mit dir? Du musst auf Klo. Das habe ich eben schon gedrückt, ja. Und du kannst dich mal ausheulen und dann schlafen gehen. Was mit den Kindern? Was mit dir? Und dir geht's ganz gut. Der Geburtstag von Freya naht. Okay, geh mal schlafen. Und du gehst mal auch schlafen. Und dann sind alle im Bett hoffentlich. Okay. Und Freya hat ja morgen Geburtstag, am Mittwoch, am Heiligabend. Oh, Steve hat eine Lebensmittelvergiftung, wow. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich Freya dann auch morgens altern lassen, weil wir abends dann ja Weihnachten feiern wollen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht... Oh, Steve, bitte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir einen Baum hinstellen sollen. Unser Wohnzimmer ist voll. Wie rufe ich nochmal beim Restaurant an? Lebensmittelvergiftung melden, da. Stopp, Steve, ich habe die Hoffnung, dass wir dafür Geld zurückkriegen. Wir brauchen nämlich Geld. Ruf mal an, bitte. Die Rechnungen für unser Haus sind nämlich richtig teuer. Richtig, richtig teuer. Aber dafür, dass Ivy noch keinen einzigen Tag gearbeitet hat, bin ich sehr stolz auf uns, dass wir trotzdem 6.000 Simoleons haben. Kriegen wir jetzt nichts zurück? Wir haben ein Okay. 200... Oh. Gut. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Das war's wert, Steve. Tut mir leid, dass du jetzt leiden musstest, aber das Geld brauchten wir. Trink viel Wasser, es tut uns total leid. Ja, danke. Wir werden die Klappe halten dafür, dass ihr uns Geld gegeben habt. Das Leben kann so schön sein. Ich bin ja immer noch fasziniert von den 6.000 Simoleons, die wir aus dem Wunschbrunnen rausgezogen haben. Also ohne die würde unser Haushalt jetzt wirklich keinen Strom und kein Wasser haben. Wir hätten ohne diese 6.000 Simoleons unsere Rechnungen nicht bezahlen können. Wirklich, also wir wären so pleite gewesen. Dann hätten wir ihn direkt umbringen müssen. Ich weiß eh noch nicht, wie das mit dem Bergsteigen funktionieren soll. So, Handy vibriert auch schon wieder vor sich hin. Was ist denn mit dir jetzt? Nee, was willst du? Hör auf, Flora zu wecken, was machst du denn? Flora, es tut mir so leid. Diese Kinder gehen auch zu jedem, nur nicht zu ihrer Mutter. Geh mal hochheben. Was machst du denn jetzt, Charlie? Schaumbad nehmen? Nein. Geh schlafen. Du kannst morgen Schaumbad nehmen, versprochen. Kannst du mal ihn liebevoll umarmen vielleicht? Vielleicht hilft ihm das. Vielleicht hat er einen Albtraum gehabt oder so. Und dann kannst du nochmal eben einen Familienkuss geben. So. Süß. Ich muss aber sagen, die Haarfarbe von Ivy ist extrem dominant. Bis auf Freya haben alle unsere Kinder bisher schwarze Haare. Das ist so heftig. Bring ihn mal wieder ins Bett. Oh, Jared ist da. Oh, Jared ist da. Oh, Jared sieht abgefuckt aus. Stopp, Jared, ich will wissen, was du machst, aber erst müssen wir Seth ins Bett bringen. Was passiert hier? Was machst du? Jared? Weil er hat auch noch diese Elektroschock-Dinger, weil er durch einen Elektroschock gestorben ist. Er ist immer noch elektrisiert. Oh mein Gott, guckt ihn euch mal an, wie sauer er ist. Obwohl, jetzt sieht er eigentlich ganz glücklich aus. Geht's dir gut auf der anderen Seite? Alles gut bei dir, Jared? Ich vergesse ständig, dass wir seinen Grabstein ja auch noch im Garten haben. Den müssen wir mal zum Friedhof bringen. Wir wollten ja eh, dass Flora vielleicht zum Friedhof geht und um ihren Vater trauert. Dann kann sie den Grabstein von Jared direkt mitbringen. So, und jetzt geh nochmal schlafen, bitte.
Boah, das ist auch ein Feiertag, da muss ja keiner zur Schule. Jared steht auch bestellt und nicht abgeholt. Läuft bei dir, Jared, läuft bei dir. Die Frage ist, wenn wir jetzt noch ein Baby bekommen, das kann ja erstmal hier wohnen, das ist ja kein Problem. Aber dann auf Dauer, wir haben halt auf Dauer kein Zimmer mehr. Ach nee, Charlie ist jetzt wählerisch beim Essen, dein Ernst? Dein Ernst, Charlie? Was, wo sollen wir denn noch ein Zimmer reinplatzieren? Ich meine, wir könnten theoretisch das Esszimmer platt machen. Aber das ist halt auch ein bisschen unpraktisch, weil man dann immer... Wie machen wir das denn am besten? Wenn man dann immer durch das Zimmer durch müsste. Aber im Endeffekt benutzt ja fast eh niemand das Esszimmer. Wir könnten hier eine Tür reinbauen. Und wenn wir die Küche umbauen, könnten wir vielleicht noch eine Tür hier in sein Zimmer machen. Ich weiß nicht. Geh doch jetzt baden, Mensch. Lass dich doch jetzt nicht davon abhalten, bitte. Was mit dir? Du musst pinkeln, dann geh hier. Guck mal, wir haben doch ganz viele Badezimmer. Geh doch bitte. Oder wir nehmen denen ein Bad weg. Aber zwei Badewannen bei so viel Sims ist halt... Jetzt willst du auch noch Geige spielen, Steve. Du machst mich fertig. Wir haben keine Geige. Wo willst du denn jetzt eine Geige herkriegen? Was mit dir? Kalt. Achso. Lass mich raten, wir haben keinen Thermostat. Nee, haben wir nicht. Mal eben eins kaufen. Das ist doch, glaube ich, hier irgendwo. Thermostat, da, gut. Dann kannst du danach mal das Thermostat wärmer stellen. So. Kostet wieder mehr Geld. Naja. It is what it is, ne? Weiß gar nicht, ist Sims, was Erbgut angeht, realistisch, weil Schwarz ist ja die dominanteste Haarfarbe. Also in einer theoretischen Zukunft werden alle natürlich schwarze Haare haben, wenn jedes Kind immer ein schwarzhaariges Elternteil hat. Denn über die Zeit ist das ja die Theorie. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es gibt auch Mods dafür, dass das realistischer wird. Aber ich glaube, ich habe da keine drin. Also kann sein. Kann sein, dass das da realistisch ist. Steve, kannst du nochmal einen Kuchen backen für... Nee, das war nicht da. Für Freya, damit sie dann auch Geburtstag haben kann. Dann machen wir einen Winterkuchen. Aber ja, theoretisch macht es Sinn, weil das auch die dominanteste Haarfarbe ist, ja. Theoretisch ja. Ja, Steve, stell dich nicht so an. Guck mal, hier sind noch ganz viele frei. Warum? Naja, dann geh vorher noch mal kurz duschen. Geh mal kurz duschen. Charlie, ach, du warst immer noch nicht duschen. Why? Geh doch bitte einfach duschen. Halt, stopp. Niemand macht hier das, was er soll. Niemand. Wirklich kein einziger Sim macht das, was er soll. Warum bist du denn jetzt schon wieder halb nackt, Evie? Aber es ist ein süßes Outfit. Ein sehr süßer Schlafanzug. Früher hatten alle dunkle Haare, die hellen haben sich doch erst später entwickelt. Echt? Ja, bestimmt habe ich das auch mal in der Schule gelernt, aber irgendwie habe ich das gerade vergessen gehabt. Irgendwas stimmt nicht. Evie hat das schreckliche Gefühl, dass die Liebe ihres Lebens etwas genommen hat. Evie, du hast ihn betrogen. Und er hat jetzt, glaube ich, einen Kater von dem einen einzigen Drink, den er gestern getrunken hat. Wow. Du kannst mal hier baden gehen. Aber gut zu wissen. So, und ich habe meinen Katzenhaar in der Nase. Nein! Nein! Hör auf. Leg das mal weg. Und leg das jetzt auch weg. Leg den Kuchen weg. Wie sieht's mit der Schwangerschaft aus? Okay, noch nix. Wahrscheinlich wird es ein Weihnachtsbaby-Winterkuchen fortsetzen. Was ist mit dir? Guck mal, dir geht's auch ganz gut. Geh doch mal spielen hier. Guck mal, wir haben hier ein ganz tolles neues Puppenhaus. Das Puppenhaus ist kaputt. Charlie muss jetzt dran glauben. Reparier mal bitte das Puppenhaus. Und du kannst in der Zeit mal stapeln.
Wie geht's dir denn? Dir geht's eigentlich auch ganz gut. Tradition abgeschlossen. Welche denn? Dekorieren. Oh, okay. Anscheinend gilt das als Dekorieren. Dann ist die Frage, oder mache ich das hier platt und wir stellen hier einen Weihnachtsbaum hin? Dann kommt wahrscheinlich kein Sim mehr ins Wohnzimmer. Aber ich glaube, das macht fast am meisten Sinn. Ich glaube, das machen wir dann. Du musst dann nach dem Schlafen auch mal kurz baden. Was ist denn jetzt hier schon wieder kaputt? Irgendwas ist doch hier schon wieder. Irgendwas ist doch schon. Ah, oh, die Dusche ist kaputt. Steve, kannst du bitte die Dusche reparieren? Danke. Okay. Ich bin so froh, dass wir nie eine 100-Baby-Challenge gespielt haben, weil ich würde es nicht schaffen. Und siehst du angespannt, das zu machen? Okay. Ich würde es einfach nicht packen. Wir haben jetzt gerade mal 4 Kinder und davon sind nur 2 Kleinkinder. Und ich bin einfach jetzt schon heillos überfordert mit dem Haushalt. Guck mal, Ivy. Wunderbar hast du das gemacht. Jetzt bring ihn nicht so weit weg. Wir brauchen den als Geburtstagskuchen. Stopp. Und jetzt kannst du da mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Dankeschön. Und kannst du jetzt noch ein festliches Frühstück servieren? Für alle? Ich hoffe, sie hat jetzt genug Platz dafür. Ich habe gehört, dass du dich mit Steve angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, das stimmt, Adam. Babytritt. Ach ja, die Babybewegungen wieder. Was haben wir noch? Sie hat Hunger. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Und Freya geht es aber soweit ganz gut. Ne? Wenn du dir jetzt ein Stück Kuchen nimmst, dann haben wir ein Problem. Okay. Gut. Ich wollte schon ausrasten mit euch. Ich bin gruselig. Mein Gesicht sieht schrecklich aus. So kann ich nirgendwo hingehen. Was soll ich machen? Ich glaube, er redet von der Akne. Du siehst ganz normal aus, stell dich nicht an, versuch es mit ein bisschen Schminke, sieh zu, dass dich keiner sieht. Und sie sagt, du siehst ganz normal aus. Guck mal, du kannst es auch abdecken, das ist kein Problem. Geh mal, oder Gesichtsreiniger, so. Und du bist baden, okay. Eigentlich hätten wir ihr eine Yogamatte kaufen müssen. Aber wir haben keinen Platz dafür. Wer hat sich denn jetzt hier schon wieder ein Frühstück geholt? Steve, was isst du denn da? Oder räumt er auf? Nee. Ich glaube, das ist das schrecklichste Weihnachten ever für die. Ich meine, also für Steve vor allem. Sein Sohn ist gerade gestorben und seine Frau ist kurz davor, das Kind von einem anderen zu gebären. Und Ivy gibt sich jetzt aber wenigstens ein bisschen Mühe und macht jetzt ein festliches Frühstück. Bitte, was machst du? Um Rat bitten, okay. Ich habe immer Angst, dass sie sich was zu frühstücken nehmen. Was für einen Rat brauchst du? Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen, mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule, oder? Ich glaube, Ivy würde sagen, dass Flora einen Abschluss braucht, um erfolgreich zu sein, weil erfolgreich und viel Geld ist ja das, was Ivy sehr wichtig ist. Eigentlich ist das das Wichtigste in ihrem Leben. So. Aber du bist jetzt wahrscheinlich immer noch zu angespannt. Kannst du irgendwas machen, um nicht mehr so angespannt zu sein? Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Das ist ja immer noch nicht repariert, oder doch? Doch. Geh mal Fernsehen. Geh mal Fernsehen gucken. Das sollte dir ein bisschen gut tun. Und du spielst? Ja, sie spielt, okay. Heieiei. Das heißt, später entwickelt, die sind halt tatsächlich nur regional abhängig gewesen, so wie eben nordische Menschen stark im Rothaaranteil haben, der leider ausstirbt und wegen den damaligen nordischen Vikings sind in Irland und Europa etwas verbreitet. Hat über die Zeit. Ah, ja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Was ist mit dir jetzt schon wieder? Hier spielt die Musik. Ein heikles Kleinkind. Ach so. Zertrümmer das jetzt aber nicht, oder? Mit Puppenspielen. Nee, das ist okay. Das darfst du. Das ist kein Problem. Und wenn du damit fertig bist, Freya, dann kannst du nochmal herherkommen. Oh, Freya hat das maximale Level der Fantasie perfektioniert. Oh mein Gott. Einfach 5 Minuten vor ihrem Geburtstag hat sie jetzt noch die Fantasiefähigkeit perfektioniert. Ich bin so gespannt, wie sie als Kind aussehen wird. Ich glaube, sie wird richtig süß. Hat sie eigentlich Sommersprossen? Ich glaube schon, oder? Ja, oh mein Gott, sie ist so süß. Oh, ich liebe Freya. Ich bin so gespannt, wie sie aussieht dann gleich im Kass. Ivy, kannst du da mal helfen? Freya. Oder wir machen erstmal ein festliches Frühstück. Ruf mal alle zum Festmahl, damit jetzt alle endlich mal was zu essen kriegen. Bevor die ganze Familie hier verhungert. Und hallo Jitsch, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Kurze Frage. Max Porter und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich darauf einlassen? Ja. Ich glaube, das ist einer seiner Superpower.
Döner. Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich hatte ein bisschen Probleme heute mit meiner Streaming Software hier, mit meinem Streaming-Programm und mit Sims. Das war ein bisschen am Backen, aber jetzt geht's. Also Sims laggt nicht mehr und ja, meine Streaming-Software hat sich nächstes Mal hoffentlich auch einbekommen. Oh, noch ein Familienfrühstück, süß. Meine Sims stressen mich auch nur dezent, weil Ivy ist ja von einem anderen Mann schwanger. Und ihr Ehemann weiß es auch und der ist natürlich nicht ganz so happy darüber. Deswegen muss er leider auch bald ins Gras beißen und weil wir fast pleite sind. Also ich glaube, wir können uns noch einmal Rechnungen leisten und dann sind wir leider pleite für die nächsten Rechnungen. Wenn ihr alle aufgegessen habt, kannst du Freya mal helfen, die Kerzen auszublasen. Und heute ist Winterfest tatsächlich. Also sie hat doch auch Geburtstag, ne? Ja, okay. Gut. Freya wird heute nämlich auch zum Kind. Muss mal kurz mein Wasser nachfüllen. Molly. Oh Gott, Mausi, ey. Molly ist so eine Mausi. Mein Sim hat zwar gerade einen Senioren zusammengeschlagen, aber ist nicht so schlimm. Die hat eh seine Frau gerade betrogen. Der wollte mit meinem Sim Händchen halten. Oh mein Gott. Was geht denn bei deinem Haushalt ab? Das ist ja auch wild. Ich lieb's ja, das, was Shanti sagt. Ich lieb's. Drama ist immer gut. Drama ist immer gut. Bitte, lass sie jetzt die Kerzen ausblasen. Bitte, Ivy. Warum? Nein, jetzt kommt noch das Baby. Leute, ihr müsst ganz kurz zuerst müssen wir hier die Kerzen ausblasen. Nein, 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 keine Portion nehmen. Bitte hilf Freya kurz auszublasen. Ach, in der Disney Legacy Challenge flirten die auch mit jedem. In welcher Generation bist du in der Disney Legacy? Okay, Moment, ich brauche ein Foto. Halt, stopp. Ja, ist jetzt nicht so schön, aber okay. Ich nehme, was ich kriegen kann. So. Yay! Ja gut, das sind ein bisschen komische Merkmale. Chaotin, gut und vegetarisch. Das einzige Problem ist, also Chaotin finde ich gut, weil ihr Vater auch ein Chaot war. Das macht Sinn. Aber das Problem ist, dass sie gut ist und vegetarisch. Also gut ist okay, aber vegetarisch, da werde ich doch nicht dran denken. Aber egal, wir lassen es jetzt einfach mal so. Und dann würde ich sagen, was ist denn Tausendsassa? Ist das neu? Das ist vom neuen Pack, oder? Das habe ich ja noch nie ausprobiert. Dieser Sim liebt es, beim Spielen das Kommando zu haben. Dieser Sim möchte seine kreativen und mentalen Fähigkeiten verbessern, um Innovationen und Spiel anzuregen. Dieser Sim möchte der Mittelpunkt der Party sein, auf eine einzigartige, kreative Weise. Wie geil ist das denn? Dieser Sim möchte sowohl seinen Geist als auch seinen Körper beherrschen. Ich glaube, wir werden das mit der Kreativität nehmen, weil sie ja auch die Fantasiefähigkeit perfektioniert hatte. Ja, das finde ich gut. Okay, wie cool. Mega. Und sie hat Level 2 der Kreativitätsfähigkeit direkt erreicht. Sehr gut. In der Disney Legacy bin ich noch bei Generation 1 und bei dem vierten Kind. Oh, voll gut. Wie läuft es denn so mit den ganzen Kindern? Weil ich habe ja jetzt schon das Problem mit zwei Kleinkindern und noch ein Baby ist auf dem Weg plus zwei Teenager, dass ich überfordert bin. Aber Disney Legacy mit 7 Kindern ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. So, Freya. Was haben wir denn da? Was können wir denn so für dich tun? Hä? Warum? Ich hab doch vorhin schon... Ach nee, ich habe mein Spiel ja neu gestartet. Sorry, wir müssen mal ganz kurz den Cheat eingeben. Das habe ich vergessen. Stimme verlässt mich auch. So. Warum Katzen eine Haare an der Nase hängen? Oh, es piept mal so bei dem Grundstück. Zum Glück haben die Babysitter. Ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Das habe ich nämlich leider nicht. So, Cast Full Edit Mode. Nochmal. Wo bist du denn?
Prayer. Ah, was machst du denn hier draußen? Beim zweiten Mal, als ich schwanger war, war ich ganz schön überfordert, das glaube ich. Das glaube ich. Also unser Sim liegt jetzt auch schon in den Wehen, aber ich glaube, das Kind werden wir erst im nächsten Stream dann bekommen. Wir stylen jetzt erstmal Freya um. Aber es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwer mit diesen ganzen Kindern. Ich bin auch am Überlegen, eine wilde Aktion zu starten. Ich überlege, Raina und ihre Partnerin beide mit Wissenschaftsbaby gleichzeitig zu schwängern. Shanti, oh mein Gott, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das ist auch anders wild. Das ist ein Unterfangen. Oh mein Gott, sie sieht voll süß aus damit. Also ich meine, ich wäre voll dabei. Ich würde das gerne sehen. Aber es ist natürlich schon ambitioniert. Sagen wir es mal so. Aber ich würde das Chaos sehr gerne sehen. Also von mir aus gerne. Ich würde ihr gerne noch so leichte Sommersprossen geben, aber ich glaube, es gibt gar keine mehr, die ich dazu packen kann, oder die? Nee, das ist nur so ein Nasending. Oh, das ist ja eigentlich... Nee. Lass mal weg. Ah. Okay. Beim zweiten Mal waren es Drillinge. Nein, du hast Drillinge bekommen. Oh mein Gott, mein herzliches Beileid. Aber dann hast du die Kinder immerhin relativ schnell abgefrühstückt, ne? Die 7 Kinder. Also da bin ich ja echt froh, dass wir bisher noch keine Zwillinge bekommen haben. Also toi, toi, toi. Ich klopfe echt auf Holz. Kam da bisher immer nur ein... Wir haben gar keinen... Haben wir einen Ultraschall gemacht? Nee, wir... Oh mein Gott, wir wissen gar nicht, was das Kind wird, Leute. Oh mein Gott, wir wissen gar nicht, was das Kind wird. Wir haben vergessen, einen Ultraschall zu machen. Das ging alles so schnell. Wie kann die Schwangerschaft jetzt eigentlich schon wieder rum sein? Surprise. Oh mein Gott, stellt euch vor, da kommen einfach Zwillinge oder Drillinge bei raus. Stellt euch das mal vor, ich würde einfach heulen. Dann wäre die Challenge einfach beendet. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht, das überlebe ich nicht. Dann wäre ich wirklich am struggeln. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, sie würde einfach Drillinge kriegen. Oh mein Gott, das erste Kind musste schon auf dem Boden schlafen. Nein! Oh nein! Ich weiß auch immer noch nicht, wo ich diesen komischen CC-Controller her habe. Es wäre halt auch cute. Ja, es wäre schon cute, Shanti. Also ich wäre voll am Start. Ich würde mir das sehr gerne angucken, wie du am Struggeln bist. Aber, also ich würde es mir sehr gerne anschauen, tatsächlich. Wäre ich großer Fan von. Aber dann heiratet sie dann Adam demnächst auch, oder wie soll es dann weitergehen? Ja, genau. Also Adam ist ja jetzt schon... Also Adam freut sich tatsächlich auf das Baby. Wir haben ihm heute im Stream gesagt, dass er Vater wird und er sieht das gar nicht so eng. Also er freut sich, mega Vater zu werden, weil er gerne Kinder hat und so. Und Evie war da ein bisschen enttäuscht, dass er ihren Struggle nicht versteht und sich auf das Kind sogar freut. Ja, aber das ist der Plan, dass wir ihn als nächstes heiraten. Ich finde das Kleid ja mal süß, ne? Aber dafür müssen wir halt erst Steve um die Ecke bringen im Urlaub in Mount Comoraby. Also der Plan ist auch, wir feiern ja heute Weihnachten, dass wir nach Weihnachten, also da kommt ja Silvester, dass wir zwischen Weihnachten und Silvester nochmal nach Mount Comoraby fahren, in einen Winterurlaub praktisch. Und dass sie dann in dem Winterurlaub nochmal klettern gehen. Und ich hoffe, dass dann Steve stirbt, weil ich weiß immer noch nicht, warum das letztes Mal nicht geklappt hat. Warum hast du denn eine Kette um? Mach die mal weg, bitte. Ich weiß halt immer noch nicht, was das Problem daran war, dass er nicht gestorben ist. Aber so wie ich meine Sims kenne, werden die auch beim nächsten Mal nicht sterben, weil in dieser Challenge sterben die Sims irgendwie nie, wenn sie sterben sollen. Das sieht ja süß aus. Ja, aber das ist der Plan, dass Steve dann als nächstes gehen muss. Es war sehr schön mit Steve, aber seine Zeit ist gekommen. Er muss jetzt leider uns verlassen. Er hat genug Zeit in dieser Familie verbracht. Würde sie Sneaker anziehen oder würde sie Schuhchen anziehen? Drillinge sind halt schlimm. Am meisten Säuglinge. Oh mein Gott. Stellt euch das mal vor. Ich habe noch nie 3 Säuglinge auf einmal gehabt. Noch nie. Ich war ja schon mit einem Kleinkind und einem Säugling überfordert. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie nicht mit Zwillingen oder Drillingen schwanger ist. Ich verstehe auch gar nicht, warum ich vergessen habe, das nachzuschauen. Ich verstehe nicht, warum wir keine Ultraschall gemacht haben. Aber es gab irgendwie so viel anderes zu tun. Wir waren mit den Sims in der Schule und alles und irgendwie habe ich das total vergessen, dass wir ja noch ein Kind erwarten. Also ich meine, im Hinterkopf wusste ich es natürlich irgendwie. Aber ich habe es einfach verdrängt.
Das, ja, ich bete einfach. Ich bete einfach und ich wette, ihr betet dafür, dass es Drillinge werden, weil das witzig wäre. Aber ich würde einfach sterben, glaube ich. Das ist ja süß zu den Schuhen. Ich würde einfach sterben. Ich habe jetzt echt Schiss. Ich habe richtig Schiss davor. Ich habe richtig Schiss, dass es Drillinge werden. Wir müssen dann im nächsten Stream auf jeden Fall eine Vorhersage machen, was es wird. Das Rot ist eigentlich ganz niedlich. Dann brauchen wir noch mehr Namen. Oh mein Gott. Dann brauchen wir 3 Namen mit A. Also A finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Also A-Namen sind ja relativ leicht zu finden, glaube ich. Aber ja, dann bräuchten wir auf jeden Fall einige davon. Oh Gottchen. Aber es war echt damals eine gute Idee, dass ihr gesagt habt, dass wir die Kinder alle mit dem Anfangsbuchstaben nach ihrem Vater benennen. Weil dadurch kann ich auch immer zuordnen, wer die Väter sind. Weil sonst wäre ich jetzt schon durcheinander gekommen, von welchem Sim wir 2 Kinder bekommen haben. Ich wollte gerade schon eine Prediction starten, wie viele es werden. Machst du heute noch einen Ultraschall? Ja, können wir eigentlich machen. Ja, starte mal eine Prediction. Ist okay, das machen wir dann gleich noch. Das machen wir dann gleich noch. Aber sonst vergesse ich das wahrscheinlich nächstes Mal wieder. Also mach gerne. Das wäre super. Ich finde das ja immer ganz süß. Okay, Leute. Ihr könnt jetzt mit vorhersagen, wie viele Kinder es wohl werden. Ballert eure Kanalpunkte rein. Wir machen gleich noch einen Ultraschall. Ihr habt mich überzeugt, wir gehen gleich noch einen Ultraschall machen. Also macht jetzt noch schnell mit. Shanti hat eine Vorhersage gestartet. Was für Schuhe könnten wir denn mal anziehen dazu? Die passen alle irgendwie nicht. Welche Schuhe habe ich denn sonst dazu an? Oh, die sind süß. Ja, das passt. Kann ich mal kurz ein Foto für dich machen, für den Stammbaum, der seit Ewigkeiten nicht geupdatet ist? Den muss ich auch mal irgendwann machen. Ballert Punkte, das, was Shanti sagt. Oh Gott, was ist, wenn es Mehrlinge werden? Ich schaff das nicht. Oh Gott. Ich überlebe das nicht. Ich meine, wir hatten bisher halt echt noch nicht den Fall, dass es Mehrlinge waren in dieser Challenge. Die meisten Punkte sind auch tatsächlich auf ein Baby gesetzt bisher. Aber noch könnt ihr mitmachen. Du musst dann auflösen, hab mitgemacht. Okay, kein Problem. Ach, ich hab echt einen Katzenhaar irgendwie in der Nase hängen. Wieso, ich war nur kurz im Kass, wieso hat denn jetzt eine Haushaltshilfe mein Haus geputzt? Stimmt doch gar nicht. Okay, Ivy. Haushalt, wie ging das nochmal? Geburtshelfer anrufen? Ist mir egal, dass du dich jetzt einpinkelst. Wir müssen jetzt, ach nee, du pinkelst dich gar nicht ein. Wir müssen jetzt einen Ultraschall machen. Nein, es geht nicht, sie können nicht während der Wehen durchführen. Oh nein. Wir sind ja schon in Wehen. Das geht nicht. Dann muss ich so nachgucken. Oder kann ich das von Little Miss Sam machen? Ich glaube, ich kann es von Little Miss Sam noch machen, oder? Dann geh ins Krankenhaus und dann geht's. Echt? Geht das? Okay. Dann gehen wir jetzt ins Krankenhaus. Schon in den Wehen, ja. Wir sind schon in den Wehen. Hausgeburt beginnt. Nein, nein, nein. Geh ins Krankenhaus. Wie geht das? Hilfe, geh ins Krankenhaus. Okay. Mitmachen. Nehmen wir Adam mit? Ja komm, er freut sich doch auf sein Baby. Wir nehmen Adam mit. Und Steve hat ja eh schlechte Beziehungen zu Ivy gerade, deswegen nehmen wir Adam mit. Ich muss echt sagen, ich hätte bei In Real Life Zwillinge oder Drillinge so Angst vor der Geburt. Einfach die Vorstellung, den Pain und die Kraft, die man bei einem Kind braucht, geschweige 3 aus der Mumu zu drücken. Ich glaube, ich wäre schon tot bei der Vorstellung. Ja, same. Same. Stell dir das mal vor, ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, Zwillinge oder Drillinge zu bekommen. Krass. Ja, stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass man den Schmerz dann ja 3-mal erleben muss. Wow. Okay. Wir haben doch hier irgendwo einen Ultraschall. Da ist es. Ultraschalluntersuchung starten. Lace Summers. Bitte sagen Sie uns, was für Babys wir kriegen. Meistens sind Mehrlinge, aber Sections. Nicht immer, aber häufig. Oh. Und ja, wir sind schon in Wehen. Ich habe das total verpeilt, einen Ultraschall zu machen, weil wir so viel zu tun hatten irgendwie diese Tage. Nein, Adam! Adam ist einfach weggegangen! Wie frech! Und wir werden jetzt unser Weihnachtsfest einfach im Krankenhaus verbringen. Das ist auch wieder so schlechtes Timing. Wie gut, dass ich keinen Weihnachtsbaum gekauft habe. Diese Frau
kriegt immer an den Feiertagen oder wenn irgendwas Wichtiges ist, ihr Baby. Ich wollte mal ein richtig schönes Weihnachtsfest mit der Familie verbringen. Und Ibi so, nope, ich bin jetzt in den Wehen. Flora muss in einer Stunde beim Cheerleading sein. Why? Okay, dann mal los. Ich bin echt gespannt. Hä? Warum ist er denn jetzt gegangen? Lance, kannst du bitte zurückkommen? Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sind schon in den Wehen. Okay. Okay. Oh, wildes Outfit. Hübsch. Ah, das ist mein Timer. Okay, ja, ich weiß. Wir müssen noch kurz eine Ultraschalluntersuchung machen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Sie sind schwanger. Basierend auf der Ultraschalluntersuchung sieht es so aus, als würden Sie ein gesundes Baby erwarten. Bisher sieht alles gut aus, aber wir werden Ihre Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys weiterhin überwachen. Da kam zweimal das. Nein. Um sicherzustellen, dass alles auf Kurs bleibt. Dies ist eine aufregende Zeit und wir sind hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Ach nee, Flora vom Cheerleading, okay. Der Ultraschall zeigt, dass Sie ein gesundes Mädchen erwarten. Ich glaube, das war's, oder? Wir kriegen ein Mädchen, oder? Tu aber trotzdem, dann brennt es da unten an, das Bild. Sandra. Sandra. Also ich glaube, wir kriegen nur ein Mädchen, kann das sein? Der hat jetzt nicht gesagt, dass das zweite Kind irgendwie auch ein Mädchen oder ein Junge ist. Ich glaube, wir kriegen nur eins. Oder? Schade. Ihr wollt doch mein Spiel einfach nur brennen sehen. Ich gucke jetzt nochmal vorsichtshalber in MC Command Center nach. Aber ich glaube, es ist nur eins. Ja, mit einem weiblichen. Ja. Ein weibliches Baby. Okay, ich löse dann kurz auf, weil Shanti meint ja, sie hat mitgemacht. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, ich muss mal kurz aktualisieren. Ergebnis wählen. Ein Baby. Wer von euch kriegt jetzt Punkte? Erzähl's mir. Wie viele Punkte kriegt ihr? So. Wunderbar. Die arme Ivy, ey. Isabel, du kriegst Punkte. Okay. Ich gehe aber schon mal kurz in Just Chatting zurück und speichere mal nebenbei und guck mal kurz, wen wir noch raiden könnten. Ich hatte ja die Hoffnung gehabt, dass Shanti noch live ist, wenn ich aufhöre. Aber Shanti hat ja auch vor mir angefangen, von daher. Wo wollen wir denn hin? Wir könnten zu Ellie Rihanna. Die macht gerade, die renoviert gerade. Die hat ein Renovierungschaos. Ich glaube, da gehen wir hin. Das machen wir. Die spielt auch Sims 4. Da könnt ihr ein bisschen Bauen angucken. Oh, scheint jetzt 600 Punkte dazu bekommen. Nice, sehr nice. Ich beginne schon mal den Raid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder auf Twitch mit Sims 4. Und wenn ich es bis dahin fertig gebaut habe, vielleicht auch ein bisschen Minecraft. Aber ich muss mal gucken, wie weit ich mit dem Bauen komme. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das restliche Wochenende. Habt ganz viel Spaß und danke fürs Laura-Loben. Vielen Dank. Habt ganz viel Spaß heute noch. Lasst ein bisschen Liebe da beim Raid gleich. Und ja, ich hoffe dann nächstes Mal, dass ich keine technischen Probleme mehr habe. Aber danke, dass ihr ja, alle dabei wart, trotz technischer Probleme in Sims und in meinem Streaming-Programm. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und es hat so viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt schon wieder ein Kind kriegen. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis bald.